Es regnet, die Erde, die wird nah. Oh, hey, er hat gerade einen Blitz eingeschlagen. Warte mal, ich mach mal sofort einen Switch. Ich mach mal einen Switch rüber. Hallo, moin, ihr Lieben. Da hat gerade ein Blitz eingeschlagen, genau da in den Baum. Abgefahren. Ja, ich habe mich eingeloggt und es war das hier angesagt, also dieses Wetter hier angesagt. Und ja, das ist natürlich ja, ne? Nicht so schön, aber uns egal, weil erstens Wochenende und zweitens sowieso egal, scheiß drauf. Also, ne? Ich meine, wir haben Nacht, also wir sollten einfach mal schlafen gehen. Und das werden wir natürlich jetzt auch machen. Und dann machen wir den ganzen Rest, weil dann brauchen wir uns keine Sorgen machen. Wir machen das Bettchen mal hier hin und dann machen wir mal Schläfchen, ne? In Minecraftens. So. Dann müsstet ihr jetzt aufhören sofort. Ah, Ruhe kehrt ein. Das ist schön. Oh, ich liebe es. Erstmal rülpsen. Sorry. Ich weiß noch nicht genau. Jetzt kann ich was sagen, weißt du, und dann fange ich an zu rülpsen. Oder muss hier irgendwie aufstoßen. Hallo, ihr Lieben. Tachchen. Die Woche ist fast rum. Ich meine, die meisten müssen noch ran. Die haben ja den letzten Tag jetzt noch, aber fast geschafft. Thank God it's Friday und so. Und ich will den paar Leuten, die ja heute Morgen schon vielleicht frei haben oder was auch immer, ja, ein bisschen das Leben versüßen. Und wenn ihr Bock auf Minecraft habt, dann habt ihr hier nicht nur Minecraft, sondern auch noch ein wunderschönes Data-Pack oder Mod-Pack praktisch. Und zwar Chunklock. Sag ich am Anfang immer, jedes Mal bei jedem Stream fange ich eben kurz an zu erklären, damit die Leute, die das Video vielleicht sehen und dann sich sagen, was ist denn das, ne? Auch wissen, okay, das ist Chunklock. Hier, Minecraft ist in 16x16 Chunks aufgeteilt immer. Also ein Chunk ist 16x16 Blöcke groß. Und das sind die ganzen Chunks. So. Und die, die wir freigeschalten haben, die sind hell. Das ist ganz normal Minecraft, ohne diese Umrandung. Und die anderen Dinger sind so geordnet, dass man hier nicht reingehen kann. Ja? Also ich kann hier ganz normal laufen, das sieht man ja auch schon. Und hier, wenn ich hier hin will, das geht nicht. Und zwar ist hier an der Seite immer so ein Ding mit irgendwas. Ne? Also hier haben wir zum Beispiel irgendeine Flasche, also Honig, glaube ich. Und was haben wir hier oben? 86 Erdblöcke zum Beispiel. Da klicke ich drauf und dann sagt er mir auch, you need to pay 86 Minecraft Dirt. Also der sagt einem dann immer genau, okay, das und das musst du hier besorgen, damit du den Chunk kaufen kannst. Ja? So wie hier diese Rosie Bushies. Und ja, also relativ einfaches System. Warum das noch keiner erfunden hat bis jetzt, frage ich mich jedes Mal. Also immer, wenn ich das erkläre, denke ich jedes Mal wieder, kommt dieser Gedanke in meinen Kopf und ich denke so, what, warum hat das noch keiner gemacht? Das ist ja irre. Eigentlich ist das total, total genial. Also wirklich. Also du kommst nicht mal eben voran. Ja, ich meine so mit Erde hier, 86, ist auch schon eine Ansage, die musst du dir erstmal hier besorgen. Ja, das ist schon mal das Erste. Heißt, du kannst also nicht mal eben so weiterlaufen, so mit klar, fängt das an mit 10 Erde, 1 Erde, 3 Erde, 5 Erde, 10 Erde und so weiter, ne, da, so fängt das an, aber irgendwann bist du bei 86 und selbst Erde, die du überall kriegst, ne, also jetzt, wir haben jetzt 50, klar, wir müssen jetzt immer noch 36 Erde hier besorgen, ja, das ist natürlich erstmal Zeit, die drauf geht, ja, und wenn es dann eben so wie hier, das sind diese Stripped Birke, Stripped Birke Lock. Das heißt, ich muss jetzt 43 Birke erstmal besorgen, also die Äste, also die Stämme besorgen, Lock. Dann muss ich die hier hinsetzen, ich muss die alle strippen mit der Axt und dann muss ich die einsammeln und dann kann ich die da reinschmeißen. Also das ist schon, ne, also ist nicht ganz so, wir gehen mal durch Minecraft durch. Ne? Also man kann nicht hingehen, wo man will, weil man muss immer irgendwas bezahlen. So, wie im wahren Leben. Also, es gibt nichts geschenkt und nichts umsonst, ne? Das ist so. Ja, ansonsten, ihr Hallis da draußen, ich hoffe, euch geht's gut, wirklich ernst gemeint. Und ihr habt, ja, wie gesagt, jetzt noch ein paar Stündchen vor euch und dann ist Wochenende. Und ich hoffe, bis dahin kommt ihr gut durch. So, jetzt machen wir mal eben 64 hier rein, weil
wir es können. Und dann haben wir noch 22 über. So, jetzt machen wir nochmal 22 dazu. Hallo, du komischer Freak. Tach. Na, du hast keinen Job, ich weiß. Macht mir aber nichts. Ich mag auch Arbeitslose. Ein blöder Spruch, ne? Ich mag auch. Das ist ein Aufkleber für hinten aufs Auto. So, ich bremse auch für Kinder. Ja, okay. Das ist ja mal, also starke Leistung, Junge. Weißt du, so, wer bremst bitte nicht für Kinder? Also, naja, gut, ne? Also, irgendwie seltsam, ne? Aber der Aufkleber wäre auf jeden Fall gut. Ich, ne? Ja, gut. So, jetzt brauchen wir erstmal neues Zeug. Und dann machen wir hier ein bisschen frei. Ich zeige auch sofort nochmal eben Folgendes. Warte mal, Moment. Warte mal dahin. So, also ich zeige euch nochmal eben die Map. Ja, also damit ihr wisst, was Sache ist. Also wir haben hier vor einigen Wochen angefangen. Und zwar auf diesem Startpunkt hier. Den habe ich mal Home genannt. Da ist nichts mehr. Also da ist klar der Startpunkt und unsere erste Höhle. Und ja, aber sonst nichts. Dann haben wir uns so ein bisschen bewegt hierhin. Moment, ich muss mal eben Folgendes machen. Moment. Ich muss mal eben hier in meine... So. Weil mir ist das nämlich gerade ein bisschen zu laut. So müsste das besser sein, ne? Das mit der Mucke. Also Mucke gut, aber ein bisschen zu laut. So, wir haben hier angefangen, dann sind wir mal hier ein bisschen rüber gegangen, haben hier so eine Station gemacht. Wir sind dann mal in die andere Richtung ein bisschen hier durchgewusselt. Man kann halt nicht jeden Schrank öffnen sofort, ja, weil das braucht dann tierisch lange. Da kommen so Sachen wie, weiß ich nicht, Noteblocks, 26 Noteblock. Ja, die kannst du ja nicht am Anfang machen im Early Game. Das geht ja nun mal nicht. Also, ne? Deswegen hier dieser Weg, den wir gebaut haben, nachher auch, ist zum Dorf gegangen. Da haben wir unser Dorf gemacht. Dann haben wir uns ein bisschen in die Richtung bewegt. Haben hier auch so einen Mob-Spawner gefunden. Den wollten wir irgendwann mal ausbauen. Müssen wir mal gucken. Wollen wir das da als nächstes machen? Dann sind wir hier hochgegangen. Also hier so rüber gesprungen. Und dann hier so entlang oder hier entlang. Und dann hier entlang. Ja, genau, hier sind wir rüber. Also bis da sind wir weiter. Dann haben wir uns hier durchgegrätscht. Hier haben wir unsere Hundis gefunden. Wir haben also auch schon Hundis mitgenommen. Und dann sind wir bis hier. Hier ist unsere Bienenfarm und unser Portal. Wir haben auch hier ein Portal. Und zwar aus dem einfachen Grunde, weil wir, naja, hier reingegangen sind. Das war unser erstes Portal. Und da kamen wir nicht weiter, weil wir Sachen brauchten, die wir eben nicht hatten. Ja, und dann bin ich hierhin, habe ein zweites, habe geguckt. Weil da geht das auch los mit den Chunks. Also, da ist das selber angesagt. Ne? Also, ja, und da ich hier oben, guck mal, von hier aus bis da schon war, wir haben hier geguckt, hier ist sehr viel Wasser gekommen, da ist auch Wasser gekommen, immer mehr, hier ist mehr Wasser gekommen, das war der einzige Weg, wo Land auftauchte, also hier auch, ne, aber hier ist so Dark Oak Wood, die sind immer relativ groß, die Dinger, ja, diese Biome, also man weiß es nicht, was da passiert weiter, außerdem wurde das also echt, da wurden, also kamen auch natürlich viele Sachen, die man reinwerfen musste. Wir sind bis hier gegangen, bis zu diesem Tempel und ein Stück weiter. Dann werden die Kosten aber echt gehen hoch. Und dann haben wir mal geguckt, ob wir in die Richtung hier weitergehen, weil ich dachte, hier wäre auch viel Land. Ist auch so. Und da wir viel Dschungel haben, Dschungelkram, weil wir ja im Dschungel hier praktisch wohnen, da ist ja praktisch unsere Station, ja, sind wir hier halt mal weitergegangen, weil da oben haben wir auch die Richtung freigemacht bis hier. Ja, also auch so ein gutes Stück. Und dann habe ich gedacht, na, machst du das nach unten auch mal. Einfach mal gucken, was da so passiert. Und dann haben wir das Glück gehabt, wir haben ein Dorf gefunden, ein zweites hier unten. Ne? Also hier gibt es auch ja, so verschiedene Structures, die ich reingepackt habe. Also ich habe selber ein Modpack zusammengestellt und dieses Modpack dann mit ein paar Sachen versorgt und dann haben wir dieses Datapack Chunklock da reingepackt. Also ich habe das da reingepackt. Ne? Und also es gibt auch unterwegs so Structures. Haben aber noch keine gefunden, weil wir natürlich, das habe ich erst nachträglich reingemacht. Also die werden wir dann erst finden, wenn wir irgendwo hier in die Richtung uns bewegen oder so oder in die Richtung oder was auch immer. Werden wir sehen. Ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt ein Dörfchen
Und das werden wir jetzt erstmal so kurz und klein machen. Haha. Voll Bock drauf. Okay, wir holen uns jetzt mal erst Folgendes. Und zwar wollten wir den zweiten Chunk hier aufmachen. Mit 43 so Dingern hier. Genau, und dann haben wir da unten so einen Teil vom Dorf auch schon wieder los. So, mal gucken. So, das lassen wir mal. Dann nehmen wir die hier weg. Den können wir auch mal eben wegmachen. Und dann schmeißen wir hier irgendwo. Warte mal, schmeißen wir hier neben dem. Naja, machen wir hier ein bisschen Licht. So, wir haben 54, das soll reichen. Also das reicht dreimal. Und wir schmeißen den Kram mal hier rein. Also man kann die einzeln da reinwerfen, ne, diese Dinger. Also indem ich werfe, dann zählt er die ab. Oder ich schmeiße einfach rein. Und der Rest kommt wieder zurück ins Inventar. Also der nimmt sich nur die, die er tatsächlich auch braucht. Ne? So, das ist relativ einfach zu verstehen. Gut, ich würde sagen, wir gehen mal gleich irgendwann da runter und gucken mal, wie es da weitergeht. Aber wir machen erstmal Schläfchen, damit wir hier nicht irgendwie mit den ganzen Viechern in Kontakt treten, weil das wollen wir nicht. Wir sind zwar nicht im Hardcore unterwegs, aber ist trotzdem nervig, wenn man stirbt. Ne? So, ansonsten würde ich sagen, ich habe hier jetzt erstmal hier die Sachen so reingepackt. Was wir brauchen, davon weiß ich noch nicht. Da müssen wir jetzt gleich mal gucken. Irgendwas werden wir bestimmt brauchen. Und dann gehen wir mal gucken, was wir brauchen. Aha. 43 Türen zum Beispiel brauchen wir, damit wir hier weiterkommen. Hier unten habe ich jetzt nichts. Ja, wir können jetzt. Warte mal, lass uns mal hier unten weitermachen. Das macht keinen Sinn, wenn wir jetzt irgendwie. Wir breiten uns jetzt mal hier aus. Also, das heißt. Ich nehme jetzt mal den ganzen Kram mit. Also alles, was wir brauchen. So, wir machen jetzt mal 43 Türen schon mal. Wir brauchen noch ein bisschen von dem Holz. Türen. Und das waren 43 Türen, ne? Oder? 48, 43. Okay, 43 Türen machen wir jetzt mal eben. Ich hoffe, dass das klar geht. Und zwar folgendermaßen. 43 Türen. Mal gucken, wie wir das hinkriegen. Also 25. So. 43. Na, sind wir Zauberer? Sind wir Zauberer? Ist der Smeagol ein Zauberer? Ja. Mhm. Ihr dürft ruhig mal, ne? Dürft den lieben Burschen ruhig mal loben. Mal gucken, ob das reicht. Nicht, dass die da irgendwo landen. 736 Chunks haben wir geöffnet, Leute. So, dann gehen wir mal da runter. Weil wir müssen ein bisschen Licht verteilen. Und dann werden wir mal ein bisschen, obwohl wir können hier, wir werden noch ein bisschen von dem Zeug brauchen. Das heißt, wir besorgen uns jetzt mal eben hier ein bisschen Birchwood. Birchwood. Ich weiß nicht, was mit mir los ist, keine Ahnung. Das ist manchmal so, dann kommen so Sachen aus mir raus. Auch wenn ich, einige wissen halt, im Moment bin ich ja nicht regulär am Arbeiten, so in einem normalen Job. Und von daher, ich habe trotzdem noch, das ist so wie Phantomschmerzen. Also man hat trotzdem so dieses Montags-Arbeitsstart-Feeling und auch dieses Freitags-Erlösung im ganzen Körper, Erlösungsgefühl von wegen, thank God it's Friday. Das ist so, boah, da ist man wie so ein Tier dressiert worden drauf. Also wirklich, dann meine ich jetzt auch ernst. Also das ist sorry, aber wir sind ja im Grunde genommen, also ich will jetzt nicht sagen, dass wir jetzt alle hier irgendwie versklavt sind oder so. Ja, also ich bin kein Verschwörungstyp oder so, aber es ist ja nun mal so, man geht sein Leben lang halt arbeiten irgendwie und irgendwie gewöhnt sich ja der ganze Körper praktisch dran. Also das ist wirklich so, man wird ja gezüchtet, dressiert darauf, ne?
seine Arbeit zu machen, was ja auch okay ist. Also, ne, wie gesagt, ich bin kein Idiot. Also eine Gesellschaft lebt davon, dass Leute halt arbeiten und ja, irgendein, wir nennen das Bruttosozialprodukt erwirtschaften, ja, aber dass die Leute sich gegenseitig helfen mit Versorgung oder also sich versorgen selber erstmal und so, das ist ja ganz normal. Also man muss ja nicht denken, dass man jetzt, wenn man irgendwo hinkommt in irgendeine andere Gegend oder so auf dieser Welt, dass da nicht gearbeitet wird. Ja, also auch da, wo sehr, sehr, sehr gegroundet ist, also bei, also ich war jetzt noch nicht ein paar Wochen im Indianerdorf oder so, ja, aber ich bin schon an Stellen gewesen, wo eben so, naja, das hört sich jetzt total bescheuert an, aber so Ureinwohner wohnen, die ein ganz anderes Leben leben, so ohne Technik, ohne alles, ja, das findet man ja, also da muss man ja nicht weit, das sind ein paar tausend Kilometer, die man sich bewegen muss, nur, ich sag mal, wenn man jetzt nach Rumänien, Bulgarien oder so, ne, wenn man da jetzt irgendwie auf dem Land ist oder so, ja, da waschen die ihre Wäsche noch am Fluss, so ungefähr, ja, da gibt es eben keinen Strom und dies und jenes, also ich übertreibe jetzt, aber ne, ihr wisst, was ich meine. Also es gibt wirklich so Stellen, wo das Leben halt ein bisschen anders abläuft. Und da merkt man, okay, da muss trotzdem morgens irgendwie jemand ran und, was weiß ich, Korn mahlen und das Feld bestellen und irgendwie Brot backen für abends. Ja, und das muss man jeden Tag machen. Da werden die Tiere gefüttert. Die brauchen irgendeinen Restekram oder sonst irgendwas. Ja, also eine ganz normale Sache, dass man halt seinen Kram zusammen schaufelt. Nur, da, wenn man das halt macht, dann, ja, ich will, also man hospitalisiert ja dahingehend dann schon so ein bisschen. Und obwohl ich jetzt im Moment mit dem Kram eigentlich nichts am Hut habe, ja, und mich darum nicht kümmern muss ich darum, aber nicht mich kümmern drum, ja, es ist immer noch drin, so, ne? Also montags morgens, also sonntags abends habe ich dieses Feeling, wenn ich ins Bett gehe, so, oh, morgen geht die Woche los, ja, also diese Woche hat so eine bestimmte Energie auch und auch dieses Wochenende hat eine Energie. Also dieses, am Wochenende darfst du frei sein. Na, dann darfst du sein, wer du sein willst, so ungefähr, ja. Also ich meine, Schwachsinn, aber dann darfst du machen, was du möchtest. Natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, glaube ich. Also, ja. Auf jeden Fall war das gerade lustig, wenn ich das so sage, dann ist das immer noch so dieses, ne, ich merke halt, dieses Feeling vom Wochenende ist halt einfach da. Und, tja, das ist halt, ne, wenn man sein Leben lang arbeitet, irgendwann kommt man aus dieser Maschinerie nicht mehr raus, so gedanklich und gefühlsmäßig. Oh Gott, ich bin doppelt in. Nein, Quatsch. Ne, aber das ist wirklich so. So. Wir nehmen jetzt mal Folgendes mit. Also Dschungelkram brauchen wir jetzt wohl hier nicht. Ich nehme mal die Birkendinger mit. Blumen brauche ich nicht. Ich nehme mal, das brauchen wir jetzt eigentlich auch nicht. Sowas wird hier nicht gefragt sein. Komm, wir gehen jetzt da mal runter. Ich lasse den Kram hier stehen, ja. Wir können das nämlich nicht alles... Ne, wir können das nicht alles mitnehmen. Lass uns mal hier runtergehen und gucken, was hier Sache ist. So, wir nehmen die Stiggies natürlich noch mit hier, ne? Und die Birch Saplings und alles, was umsonst ist. Und hier hatten wir irgendwie einen Abgang gebaut. Oh ja, warte mal, da können wir mal eben Folgendes machen. So, ne? Ja. So, 43 von diesen Dingern. Und 43 von denen. Hier hinten können wir schon durch. Guck mal, 43. Was sind das? Strings oder was? Stringies. Oh yeah. This will get very funny. Oh, that's gonna be very funny. I love it. So, jetzt machen wir hier erstmal ein bisschen Licht in die Bude, weil das Licht ist das... Oh, Goli. Hallo, wir hatten schon mal Ärger, ja. Ich erinnere mich. Arschloch. Ne? Und hier haben wir auch nochmal ein bisschen Zeug. Das ist auch cool. So, 43 Erde, 43 Erde, das heißt, das werden wir jetzt gleich mal machen, dass wir hier mal ein bisschen Erde reinknallen und dann weiter gucken, ne, was hier so passiert in dem Dorf. Und jetzt gehen wir erstmal gucken, ob hier eine Kiste ist. Ja, wieso habt ihr eigentlich alle keine Jobs? Wieso seid ihr alle joblos? Okay, weiß ich jetzt nicht, nichts mit anzufangen. Okay, dann mit diesem, mit den Strings hier wird natürlich, wird noch ein bisschen dauern. Warte mal, ich mache hier mal ein bisschen Licht hin noch. Und
Jetzt müssen wir mal einen Platz finden, wo wir... Ah, wo holen wir denn Erde? Guck mal, eigentlich müssten wir... Wir müssen die da oben holen, ne? Wir müssen wieder hochgehen und die... Ah, ich glaube schon, ne? Ja, hier können wir nichts abbauen. Und da hinten kommen wir auch nicht weiter, ne? Ne, hier können wir auch nichts abbauen. Wir können den Hügel hier abbauen, ja, aber das ist ja Käsekuchen. Wollen wir uns mal hier so eine... Sollen wir mal hier so eine Treppe hinmachen? Und das machen wir mal, ne? Lass uns das mal machen. So. Oh, das war ein bisschen schnell. Warum schlage ich da zweimal gegen? Man weiß es nicht. So, dann hüpfen wir mal hier hoch. Ich mache hier mal so ein bisschen Licht hin, ne, damit wir sehen, wo es hier hoch geht. Also theoretisch, ja gut, wir haben jetzt zwei Wege, wie es hier hoch geht, aber das ist immer gut. Also zwei Wege ist besser als einer, bla bli blub. So, und den Baum, weil wir den sowieso schon angekackt haben, machen wir weg. Nehmen das Holz mit, weil, wie gesagt, wir werden hier unten in dem Gebiet, ne, also das ist immer bei dem Chunklock, ist das so aufgebaut... das ist nochmal ein bisschen biombezogen praktisch. Also die erforderten Sachen sind so ein bisschen aufs Biom abgestimmt. Das heißt, wenn ich jetzt in einem Birke-Biom bin, dann wollen die Birke-Zeug von mir haben. Also Birke-Türen haben wir ja gerade schon gemacht, ne? So ein Kram. Ja? Also das ist so, ja. Das ist das, was die hier machen halt. Dieses dämliche Pack macht das halt so. So. Jetzt gehen wir mal ganz schnell hoch, irgendwie hier kommen wir hoch, da kommen wir hoch. Hier ist dieses Häuschen. Und dann gehen wir mal eben hier hoch. So, und dann gehen wir zu unserer Station hier. Und dann werden wir mal erstmal Schläfchen machen, warte mal. Mal was essen. War das Erste. So, wir haben jetzt, guck mal, wir haben jetzt fast zwei Stacks von dem Zeug. Das ist schon mal gut, weil dann haben wir ja erstmal Ruhe gleich mit dem Birke-Kram. Wenn wir da die Half-Slabs und diesen ganzen Kram, müssen wir gucken, was wir alles machen müssen. Ne? Und Strings haben wir sowieso auch drüben nicht viele, zwei Stück, das hilft uns nicht weiter. Dschungelkram, wie gesagt, brauchen wir im Moment nicht. Ein Bett, ein anderes brauchen wir auch nicht. Das können wir auch hier lassen. Gravel ist egal. Die komischen Saplings vielleicht, brauchen wir die? Mal gucken, wir nehmen sie auf jeden Fall mal mit. So, jetzt brauchen wir aber hier Erde und zwar... boah, wie viel brauchen wir denn? 3x43, ne? Also 120 und 9, also 130 Stück. Boah, das ist viel. Also über zwei Stacks. Cool. Ja, dann machen wir das mal. So, ich mach mal hier so ein bisschen die Ecke weg. Weil wo wir das herkriegen, ist ja scheißegal. So. Und dann machen wir mal hier dieses ganze Plateau weg, ne? Würde ich sagen, oder? Komm, da haben wir genügend Zeug. Warte mal, ich schichte das mal eben um hier. So, drei. Also, ich sag mal, wir machen jetzt mal drei Stacks oder so, ja? Sollen wir das mal machen? Drei Stacks. Ey, wir haben doch gerade Regen und Gewitter gehabt vor. Ey. Minecraft, was ist los mit dir? Soll das eine Einstimmung aufs Wochenende werden? Also, ich gucke eigentlich nie so Wetterberichte, aber irgendwer hat mir heute Morgen, als ich die E-Mails geguckt habe, meine Mails geguckt habe, hat mir gesagt, dass das Wochenende verregnet sein wird. Sind ja so diese... Wetter-Apps, wo man dann draufklicken soll unbedingt. Bei hier bei web.de bin ich. Und ja, naja, egal. Ich klicke da nicht drauf, aber ich sehe die halt so. Im Augenwinkel sehe ich dann immer, dass irgendjemand mir irgendeine Scheiße erzählt. Und dann denke ich so, na, fuck you. Will ich nicht wissen. Naja, gut. So, jetzt machen wir mal 43, war nämlich auch auf der Seite, guck mal. Den nehmen wir nämlich jetzt mal als nächstes. Warte mal, ich stelle mich mal hier hin, das müsste eigentlich klappen, wenn ich jetzt
wieder reinwerfe. Yes, Sir. Guck mal, dann haben wir nämlich dieses schon mal frei. Und dann können wir direkt ein paar neue mitnehmen. Und zwar, genau, habt ihr gesehen, der zieht die dann ab. Ja, also von dem Stack, also ich schmeiße einen Stack rein und den Rest haut er mir wieder ins Inventar. Ja, und dann ist der Chunk halt frei. Finde ich, ja. Also wie gesagt, ich jedes Mal, wenn ich anfange zu spielen, erzähle ich ja so ein bisschen, okay, was ist denn das hier, was ich hier mache? Ne? Also das ist ja nicht ganz normales Minecraft. Und dann denke ich jedes Mal, wieso ist da noch keiner drauf gekommen? Also warum hat in den ganzen Jahren, ich weiß, technisch, also das hat mir auch jemand noch erklärt, also technisch wäre das jetzt von der Zeit noch nicht möglich gewesen, praktisch. Das war jetzt irgendwie, aber hätte man vor 2 Jahren auch schon machen können. Aber keiner hatte die Idee dazu und ich finde das echt cool. Also nochmal Shoutout, ne, an den guten Menschen, der das hier gemacht hat. Wie gesagt, der Link, wenn ihr selber spielen wollt, also entweder googeln Chunklock, also Minecraft Chunklock aneinander. Das ist ein Datapack. Dann kommt ihr auf die Seite von dem Typen und ja, dann könnt ihr das selber spielen. Und wenn ihr den Link haben wollt, bei mir auf dem YouTube-Kanal gibt es diese Folgen von Chunklock, den Stream, also die Streams, die lade ich ja da auch immer hoch und dann einfach auf meinen YouTube-Kanal, hier unten gibt es einen Link, YouTube-Kanal, dann reinklicken, dann kommst du auf meinen YouTube-Kanal, das erste Chunklock in der Übersicht da, Chunklock-Video, Stream-Nummer, so und so viel, da steht groß das Logo Chunklock drauf, kann man also gut erkennen auf dem Thumbnail und dann einfach reinklicken und unterm Video, in der Videobeschreibung ist der Link zum Pack. Also relativ einfach. Für die Faulen. Also. So, was wollte ich denn jetzt machen? Ich hatte irgendwas hatte ich gerade. Fuck, was wollte ich jetzt eigentlich? Darunter, ne? Oder wollten wir erstmal hier eben. Komm, wir machen mal erst hier den. Wir hinterlassen das ja nicht hier wie das letzte. So. Jetzt mache ich mal eben hier zu. So, ne? Machen wir das mal eben zu. Und, ach ja, ich wollte... Ah, jetzt habe ich es. Wir hatten keine Schaufel mehr. Guck mal. Machen wir mal 2. So und so. Dann einmal diesen, einmal den. Ach so, den brauchen wir auch noch mal. Dann nehmen wir noch eine davon. Ich kann das links auch im Menü machen, aber ich mache das lieber so oldschool. Ich bin halt oldschool. Tut mir leid. Der musste sein. Der lach mir gerade auf der Zunge. Der war so bescheuert, so flach. Ich bin oldschool. Okay, Junge, hau ab. Geh nach Hause. Ich bin zu Hause, also keine Sorge. Ja, und dann freue ich mich aufs Dorf und hoffe, dass jetzt der eine oder andere da in seiner Hütte eine Kiste für uns hat. Ich hoffe auf... Wir haben ja jetzt mittlerweile Kartoffeln, also wir haben zum Beispiel, ja genau, damit die Kartoffeln ist so ein Ding, ne? Also wir haben zum Beispiel sehr lange auf Kartoffeln gewartet. Ich finde das in meinem Ohr irgendwie immer noch zu laut mit 35%. Ich mach mal 33 draus. Ich weiß nicht, ob das an diesen kackigen Kopfhörern liegt oder einfach daran, dass es zu laut ist. Ihr müsst mal sagen, also wenn es zu laut ist, wenn, also meine Stimme, die sollte schon ein bisschen lauter als das Spiel sein. Klar, wenn es regnet, ihr seid ein bisschen lauter, wenn ich jetzt hier hingehe, ne, und auf dem Boden und so, ne, hier was mache, hier, da ist sehr laut, hier ist eher so leise und wir verstecken uns vorm Regen. Ne, also müsst ihr einfach sagen, schreibt eben rein, hey, zu laut oder zu leise oder was auch immer. So, jetzt gucken wir mal. Ne, die wollen wir nicht. Ich setze hier keine 43 Dinger auf. Boah. Fuck it. Ja, komm, wir gehen runter. Hilft ja nichts. Wir haben genug Zeug, ne? Oh ja, wir haben 3,5 Stacks Erde. Damit können wir jetzt erstmal hier alles an Erde versorgen. Was? Hä? Wo? Warte mal, ich mache hier jetzt erstmal ein bisschen Licht hin, weil Regen und Viecher ist immer schlecht. Ach, da bist du. Ich habe gerade schon gehört, dass du da bist, aber... ja, okay. Junge. Verrückte Junge.
Warte mal. Ich möchte ein bisschen auch selbst entscheiden, wo ich bin und wo ich nicht bin und ob ich im Regen sein möchte oder nicht. Wo sind die denn? Haben die hier eine Höhle oder was? Warte mal, ich muss hier mal eben ein bisschen Licht machen. Hier drin sind die, ne? Hier drunter irgendwo. Okay. Ich will jetzt nicht... Also ich will jetzt erstens hier das Holz nicht reinschmeißen, weil hier hinten ist erstmal... Oh, der Brunnen. Ich weiß nicht, was der Brunnen bringt, aber ist mir auch egal. Lass uns mal eben hier ins Haus gehen, weil... Mal gucken, was hier los ist. Hallo, Kiste. Die haben wir schon gehabt. Haben wir hier oben noch was? Oh. Oh. Hallo. Was hast du denn Schönes? Punch 1 für 5 Dinger. Ich nehme euch die Jobs sowieso irgendwann weg. Junge. Verrückte Junge. Ja, warte mal. Dann kann ich ja die hier. Die kann ich ja schon mal wegmachen. Und ich gehe jetzt einfach mal pennen. Achso, man kann noch nicht. Oh ne, wir haben noch Tag. Okay, 43 von den Dingern. Wir gehen jetzt erstmal hier entlang. Und wir befreien erstmal die Chunks da hinten an der anderen Seite. So, hier machen wir auch noch ein bisschen Licht hin. So. Hier war nichts, ne? Nein, hier war nichts. Gut. Dann 43. Miezekatze, ich höre dich. Ich höre dich. Aber ich kann nichts anfangen mit dem Regen und dir. Und ich habe keine Fische und überhaupt. So, dann haben wir hier hinten noch 43 so Dinger. Die schmeißen wir auch hier rein. Und wir müssen mal hier ein bisschen... Warte mal, Moment. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen Licht machen. So. Und so. Haben wir hier einen Eingang in die Höhle? Okay, hier ist nichts los. Ziemlich langweilig, also raus hier. Ich würde sagen, ich mache hier nochmal ein bisschen Licht hin. Okay, dann ist das hier ein bisschen nah. Ne? Die können wir sparen. Machen wir die hier hin. So, wir haben hier 43 irgendwas. Mal eben gucken. Wir wollen in die Richtung auch, oder? Wollen wir nicht in die Richtung? Haben wir da noch was? Erstmal gucken, ob wir die Erde noch woanders brauchen. 2 Stone und 2 Clayball. Hey, das ist doch mal eine gute Belohnung, oder? Ha? Ist das eine Belohnung? Stonecutter haben wir auch noch nicht. Also, fuck you. So, einmal den. Einmal den. Und die werden wir jetzt erstmal alle wegreißen. Hier, diese blöden Bäume. So, und einen in die Mitte. Ach ja, herrlich. Es ist herrlich, oder? Ist es nicht herrlich? Eben Türe zu. Ja, eben pennen. So. Grünes Bett ist übrigens auch sehr, sehr schön, finde ich. Also, finde ich sehr, sehr schön. Das würden wir jetzt erstmal mitnehmen. So, dann brauchen wir... Was brauchen wir denn? Die Blumen können wir schon mal mitnehmen. Erstens. Also, die nehmen wir jetzt erstmal mit, auch wenn das hier schön aussieht. Aber wir brauchen die immer mal zwischendurch wieder. Und Bienen haben wir hier, glaube ich, nirgendwo. Das wüsste ich jetzt jedenfalls nicht. So, 43, die brauchen wir auf jeden Fall für da. Und hier werfen wir mal den rein jetzt. Und gehen mal gucken. Hallo. So. Dann machen wir hier unten mal ein bisschen Licht dabei. Okay, wie komme ich wieder hoch? Da. So. Dann haben wir hier einen Garten. Und ein Jardin. Mit. Oh. Man denn irgendwo Möhre? Nur Kartoffel. Keine Möhre. Das ist alles Kartoffel, ne? Also wir haben Beetroot. Schon mal. Kartoffel. Ne, wir haben keine Möhre, ne? Ich glaube, es ist nirgendwo eine Möhre zu sehen. Ne, alles Kartoffeln. Okay, ja gut, Kartoffel ist Kartoffel, Möhre ist Möhre. Halbe. Warum ist hier oben ein Erdklotz in der Luft? Achso, weil da so ein Ding drüber gewachsen ist. 43 Strip-Dinger und 44 Strip-Dinger brauchen wir. Und 44...
Halbe, also okay. 43. 43. Dann machen wir das doch folgendermaßen mal. So. 741 Chunks befreit vom Elend. So, einmal hier, einmal, also da können wir runter, warte mal. Dann mache ich mal hier ein Licht hin. 44 Fische, fuck you. Und Deep Slate brauchen wir hier. Ja gut, hier haben wir ja schon beleuchtet. Machen wir hier noch ein bisschen hin. Also Beleuchtung mache ich immer wirklich viel überall hin, damit wir, ne, Platz haben. So, also Platz haben, ohne dass irgendwelche komischen Viecher da rumrennen. So, wir müssen jetzt mal eben hier 43 von den Dingern. Haben wir hier eine Workbench irgendwo? Das Ding. Hat den Job irgendjemand? Also bevor ich jetzt keinen Überblick habe hier, ne? Habe ich eine Lead? Nein, habe ich nicht. Da müssen wir mal auf den Typen warten, der irgendwann bestimmt hier auftaucht. Gut, also lass uns mal eben hier den machen. Folgendes. So. Das kommt hier hin. 43 Birke, ne? Ja, Birke. So. Und das dahin. Und Birke Slaps gehen immer total easy. 742 Chunks geöffnet. So, und zwar einmal hier Licht. Einmal hier Licht. Und einmal hier Licht. Und die Blumen nehmen wir natürlich wieder mit. So, jetzt gucken wir mal, was haben wir denn hier oben? Hallo. Boah, das Spiel ist sehr, sehr nett zu uns, oder? Guck mal. Ein Ei. Und Flint. Ja gut, die müssen wir auf jeden Fall mitnehmen, weil, ne, das ist unser Krams. So, das nehmen wir natürlich jetzt auch mit, die blöde Kiste. Den nehmen wir mit. Und das war dann hier. Fletching-Dings da. Nehmen wir mit. Und zwar lassen wir das Ei hier. Und nehmen den Table mit, ne? Ja, gut. Jetzt bringen wir mal eben die Sachen hoch. Warte mal, wir hatten ja hier einen Weg gemacht, ne? Ich hatte hier einen Weg gemacht, guck mal. Yeah, funky. So, wir gehen mal eben die Sachen in der Truhe verstauen. Wir gehen mal eben die Sachen in der Truhe. Alter, was ein Deutsch, ne? Ich geh mal eben verstauen, die Sachen in der Truhe verzahlen. Sorry. Ich weiß auch nicht, was los ist. Ist auch egal. Wir tun mal eben. Wir tun mal dies, wir tun mal jenes. Okay, tu du mal. Genau, so. Wir machen jetzt erstmal Folgendes. Das kann hier bleiben, das kann hier bleiben. Das Bett lassen wir hier. Den lassen wir hier. Das kann hier bleiben. Die Rosen bleiben hier. Die Kisten bleiben hier. Die bleiben hier. Wir brauchen noch eine Kiste. Warte mal. So. Kiste kann hier bleiben. Boah, Alter. Wie viel Zeug wir haben, ne? Hey, Alter. Die Ballen brauchen wir auch nicht. Das lassen wir alles hier. Die Birke Saplings nehme ich mal mit. So. Und wir machen auch direkt hier oben mal wieder den. Weil wir es können. Ne, wir haben ja hier diese Riesenfläche mit der Erde. Und da unten haben wir alles so eng, eng. Und deswegen machen wir das lieber hier. So, ne? Genau, so machen wir das mal. Macht halt totalen Fates. Also ich finde, dieses Durchrushen ist sowieso nicht meins. Also das muss ich jetzt mal nochmal, also das fällt mir gerade sofort, kommt mir dann in den Kopf und ich denke immer so, okay, was mache ich eigentlich? Also ist ja ganz oft so, ne? Man guckt irgendein Video und dann wird einem dies erklärt oder jenes. Zufällig, also ich weiß jetzt nicht, gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man jetzt da angestoßen wird.
gedanklich und was weiß ich, ob man jetzt ein Video über Tag guckt oder ob man mit irgendwelchen Leuten redet oder ob man selber einen Stream guckt und irgendjemand irgendwas erzählt oder so, ja, das sind ja immer dieselben Sachen. Irgendwelche Leute geben dir Tipps, wie du was machen kannst oder wie sie das machen und das ist ein Hinweis und dann kannst du dich entscheiden und bla bla bla. Ich mache mal eben die Dinger weg, weil sonst ist das zu laut hier. Genau. Und dann kannst du dich ja entscheiden, ob du das so annimmst, diesen Tipp, das ist im Real Life so und auch hier im Internet ist das ja nicht anders. Also das ist ja auch das Real Life ein Teil davon. Also das ist ja jetzt nicht irgendwie abgehoben davon. Wir machen den Stack noch eben voll. Genau. Und dann denkt man immer so zwischendurch, okay, dann guckt man sich irgendein Video an, Twitch hat dies und jenes gemacht, auf YouTube halt irgendein Video und wegen Twitch hat jetzt dies und jenes geändert und was machst du daraus so ungefähr? Oder 10 Tipps für 24, wie man seinen Stream verbessert und wie man dies verbessert und jenes macht und so. Und dann sitzt man da und denkt sich so, ja, wer bin ich eigentlich? Also, wer bin ich eigentlich? Ne, was ja eine normale Frage ist. Also nicht, wer bin ich? Das ist mir schon klar, wer ich bin, aber na, wer bin ich eigentlich? Wer will ich oder was will ich eigentlich machen in diesen Streams? Ja? Und mir ist aufgefallen, ich habe schon ein paar Kommentare gehabt auf YouTube bei den Videos, dass Leute geschrieben haben, zum Beispiel, also das Lustigste war, da hat sich jemand meinte, das wäre wie eine Zeitreise 10 Jahre zurück und ich würde da total entspannt spielen alles und nicht so hektisch und ne, das wäre man heutzutage in der Welt nicht mehr gewohnt, hat er geschrieben. Ne? Also das wäre so, oh, guck mal hier. Oh yeah, funky. Genau. Und das fand ich eigentlich im ersten Moment so, habe ich gedacht, yo, danke, Kompliment. Also auch im zweiten Moment. Ja, normalerweise würde man dann hingehen und sagen, ja, Mensch, also jetzt hast du mich aber hier voll geflamed und ne, also das macht man ja nicht und was ist denn das für eine Beleidigung? Aber er hat ja extra geschrieben auch, ne? Also der hat das wirklich so gemeint auch. Nichts für ungut oder irgendwie sowas noch davor geschrieben, ja? Und ich meine, ich hätte das sowieso nicht falsch verstanden, weil ich bin nicht so ein Typ, also wie sagt der Herr Rosenberg? Also der ist jetzt Schlaugeschwätzer, aber der Herr Rosenberg sagt seinerseits, du hast immer die Möglichkeit, eine Sache so oder so anzunehmen oder zu verstehen. Ja? Das ist so ein Pädagogentyp halt, weil, ne, das habe ich halt irgendwann mal, ne, und so, ne, bin ja Pädagoge selber und von daher, ja, auf jeden Fall hat der gesagt, es gibt immer zwei Möglichkeiten beim Zuhörer, also der Zuhörer hat immer die Möglichkeit, das so oder so zu verstehen, also entweder höre ich das und fühle mich angekotzt, angepisst, oder ich denke mir, ja, hey, der sagt das nur, das ist so gerade in dieser Cancel-Culture-Kultur, die wir heute haben, wo Leute sich bei jedem Scheiß auf ihren Safe Space berufen, bla 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 und das kannst du nicht mehr sagen und das darf man so nicht sagen und dies und jenes. Hey, fuck you, komm damit klar, dass Leute eben mal nicht deiner Meinung sind oder was anderes sagen, als du das sagst oder sagen würdest. Das ist nun mal so im Leben, ja. Wir mussten da auch mit klarkommen und das ist auch in Ordnung, weil das macht die Vielfalt der Menschen aus und glaub mir, mit den Jahren merkt man schon, ein blaues Bett ist auch schön, ne? Ich will ein blaues Bett. Ihr seid da oben voll verloren, ne? Ja, ich lasse euch da bald runter. Achso, du gehst jetzt in dein Bett. Mal gucken. Hast du ein Bett? Okay. Genau. Also man muss einfach mal zwischendurch damit klarkommen, dass Leute anderer Meinung sind. Und wenn die das Herz an der richtigen Stelle haben, und dann ist das auch überhaupt nicht schlimm. Das tut auch nicht weh. Also da sagte letztens irgendeiner, ja, hey, to be offended, it's normal. You don't die if you're offended. Be offended. Also, ich weiß auch nicht, was ich dazu sonst sagen soll. Be offended. Wenn es so ist, dann fühl dich angegriffen. Das ist vollkommen gut. Das ist ein gutes Gefühl. Dann merkst du bist am Leben oder so. Ja, das ist vollkommen in Ordnung, dass man sich angegriffen fühlt bei manchen Sachen. Ja, das hat jeder auch. Das ist wirklich so. Ne? Aber grundsätzlich dazu canceln, also zu sagen, okay, nein, ich komme hier nicht dran. Ne? Guck mal, ihr seht das. Also, ich müsste jetzt das Haus zerstören. Ich komme hier nicht vorbei. Ja. Das ist Bullshit. So. Und ich fühlte mich wirklich, also das war für mich ein Kompliment. Also als er sagte, hey, du machst das so schön ruhig und, ne? Ich habe letztens ein Video gesehen und zwar, das muss ich auch noch sagen, und zwar gibt es einen Typen, der hat ein Video gemacht und zwar nennt er das The
Six Weeks Minecraft irgendwas. Oh, ich weiß den Titel nicht mehr ganz genau. Ich habe mir das sogar abgespeichert. Theoretisch und praktisch. Aber ich weiß nicht wo. Warte mal, habe ich mir das hier? Ich guck mal sogar eben nach, weil ich das so cool fand. Weil da die jeder kennt, diesen Spleen im Kopf. Also dieses Minecraft-Ding. Minecraft ist Minecraft, ja. Und das gilt ja für uns alle. Eben gucken, wie heißt das? Ah, scheiße. Warum habe ich das nicht abgespeichert? Scheiße, nee, habe ich nicht abgespeichert. Ich dachte, das hätte ich hier abgespeichert bei mir. Im Browser irgendwie. Aber habe ich nicht gemacht. Nee, habe ich nicht abgespeichert. Auf jeden Fall ging es da, ich erkläre das eben, also ich erzähle halt ganz kurz wieder, worum das ging. Und zwar, jeder kennt halt, wenn er Minecraft anfängt, ja, dann ist das so für, ich sag mal, eine Zeit lang total bannt, also das bannt einen halt, ne, so. Und dann spielt man und spielt und so, ob man jetzt mit Leuten oder alleine spielt, ist dabei eigentlich auch egal. Das hat so nach einer Zeit, ich weiß nicht, ob er geschrieben hatte, 4 Wochen oder was auch immer, oder 6 Wochen. Auf jeden Fall nach einer Zeit ist die Luft raus bei Minecraft. Ja? Und zwar hat er das auch erklärt, ja, dass das grundsätzlich daran liegt, dass die Leute heutzutage oder seit Jahren jetzt immer mehr, also das Spiel, der hat das Spiel verglichen, wie das früher mal war, also vor Jahren. Boah, ich will dieses blaue Bett. Ich nehme jetzt das blaue Bett immer mit. Ich muss mal eben was trinken. Genau, der hat verglichen das Spiel, wie das früher war und das Spiel, wie es heute ist. So. Und der hat dann gesagt, pass auf, Statement ist, Minecraft hat immer so eine Eigendynamik, so nach einer Zeit ist alles da und dann hat man alles und dann ist vorbei. Dann ist die Luft raus und dann weiß man nicht mehr, was man tun soll. So. Und dann hat er sich halt so diese verschiedenen Spielvarianten angeguckt und die Leute heute alle, ob man auf dem Server mit denen spielt oder ob man alleine jetzt unterwegs ist, dass man sich selber auch fangen lässt von diesem Ding, dass man immer versucht, schnell alles zu machen, ja. Ich muss dies und ich muss dias und dann muss ich Netherite und dann muss ich dies und dann steht man eben nach 2-3 Wochen steht man da und hat alles. Ja. So, und da ist nichts gegen zu sagen, nur ich bin so nicht, ich mag das nicht. Ich möchte auch meine Sachen machen und kriegen irgendwann, ja. Aber ich möchte spielen, Minecraft spielen. Das ist für mich so das Wichtigste, weil das für mich einen absolut meditativen, hier ist gerade irgend so ein, okay, irgendein Haar oder irgend so ein Kram. Keine Haare, keine Ahnung, wo die her, ist auch egal. Für mich hat das einen meditativen Aspekt, so dieses Minecraft und ich liebe es und ich möchte nicht mir selber die, darum baue ich auch diese ganzen Farmen nicht. Ja, ich baue mal eine Farm, und mach eine automatische Farm draus mit einem Hebel, der hinten zu einer Klappe geht und die aufmacht. Und dann fließt Wasser über das Weizenfeld und das Weizenfeld verwandelt sich in Weizen und Körner. Und dann kann ich die unten in so einem Wassergraben abgreifen und freue mich total wie Bolle. So, das bin ich. Vielleicht nehme ich noch irgendeinen Dispenser, wo ich einen Eimer Wasser reintue und den per Knopfdruck dann oder ne, solche Sachen. Da finde ich okay. Ich finde auch bestimmte andere Sachen total in Ordnung. Ja, ich finde eine Monsterfalle total in Ordnung. Wenn ich einen Spawnerkäfig irgendwo finde, dann mache ich eine blöde Monsterfalle draus und dann, das finde ich total okay. Aber dieses ganze übertriebene Zeug kommt mir nicht ins Haus, weil ich mir selber damit nicht gut tue. Und mir ist egal, ob da draußen Leute jetzt sind. Ich weiß, das viele hier kommen jeden Tag, wenn ich streame, jeden Tag super viele Leute rein. Ich sehe das ja nachher. Hier kommen im Schnitt, 80 bis 100 Leute kommen jeden Tag hier vorbei. Ungefähr. Mal weniger, mal mehr, aber es kommen echt, sind Tage dabei, da kommen so viele. Die kommen rein, gucken kurz und hauen wieder ab. Es gibt 1000 Gründe, warum die dann wieder abhauen. Mir ist ja doch egal, ja. Aber mir ist es an dem Punkt noch egaler, als die zugucken und dann denken, boah, ist das langweilig. Und das geht so, ja, ich weiß, dass das langweilig ist. Ja, es geht ja auch nicht nur um das Spiel, weil ich spiele, klar ist das langweilig. Ja, weil ich mache das ja auch noch langweilig dazu. Also ich baue keine aufregenden Farmen und mache Halligalli hier. Ja, deswegen, also ja, und ich bestehe auch noch drauf. Und jetzt kommen wir ganz zurück, das wollte ich vorhin sagen. Ich bestehe drauf, dass es bei mir anders ist. Ich bin der Oldschooler,
ich mache das hier langsam. Wer Bock auf langsam und im Hintergrund hat, der ist herzlich eingeladen dazu. Zwischendurch mache ich hier Halligalli und Idiotenkram. Und wenn der richtige Tag ist, dann, ja, ich... Hier passieren eine Menge Sachen soweit, ja. Und ich muss mich niemandem anpreisen gegenüber oder so, ja. Und ich muss auch nicht den ganzen Tag irgendwas raushängen, nur damit irgendwie viele Leute zugucken. Ich bin mir sicher, das wird sich dann schon klären, wer ist und wie man so drauf ist oder wie man eben nicht drauf ist. Und das finde ich ganz gut. Und dieses Langsame und Gemächliche und lang andauernde auch, ja, weil für mich Spaß macht. Ich kann monatelang Minecraft spielen, wirklich. Monatelang Minecraft machen. Und ich bin nicht nach 3, 4, 5 Wochen ausgebrannt. Das finde ich gut. Prost übrigens. Und genau das ist das, was die anderen nicht machen. Hier sind super viele auch reingekommen, Leute. Also ich meine, das ist wirklich so. Hier kommen super viele. Also jede zweite Woche kommt irgendein Typ hier rein. Bist du Gronkh 2.0 oder bist du der neue Gronkh oder so ein Quatsch, ja. Ich meine, das ist ja auch ein Kompliment. Ja, ich fühle mich da auch nicht angepisst oder so. Im Gegenteil, das ist ein großes Kompliment, wenn der so rüberkommt. Aber das ist ja heute, steht der Herr Gronkh steht ja auch für Oldschool, der ist ja nun mittlerweile auch alt geworden und der steht auch für oldschoolige Sachen und für Sachen, die eben so nicht mehr, naja, die es so eben nicht mehr gibt oder so. Ne, was heißt gibt, aber ne, ihr wisst schon, was ich meine. Und ich finde das gut. Ja, ich finde das gut, dass es Leute gibt, die eben nicht diesen ganzen Firlefanz mitmachen. Ja, alles klar, ich weiß nicht, was die da oben machen. Ich müsste die da mal, pass auf, ich befreie die jetzt erstmal hier. Ach, der kann da hoch und wieder runter. Wenn du willst, kannst du runter, ja? Okay. Fuck you. Ich dachte immer, die könnten keine Leitern. 43 so Dinger. Ich dachte, die können keine Leitern hoch und runter. Das ist seltsam. Ich habe echt gedacht, ernsthaft. Ich habe gedacht, die können da... Also ich bin davon ausgegangen, in meinem verkackten kleinen Minecraft-Dasein bin ich davon ausgegangen, dass die das nicht können. Also, die können nicht hoch und runter. So, ich müsste mir mal wieder angewöhnen, das habe ich eigentlich sonst immer gemacht, meine Sachen mitzunehmen. Warte mal, ich muss mal eben hier gucken. So, ich muss mir angewöhnen, die Sachen, also Sätze zu Ende zu sprechen, ist das eine. Und ich müsste mir angewöhnen, die Sachen hier wieder mitzunehmen, weil sonst habe ich nachher 10 von diesen Workbenches und das macht keinen Sinn. So, was mir, ich würde gerne den einen hier, ja, lass mal sein. Gut, wir gehen jetzt hier unten gucken. Na, mal eben schauen, was wir hier, hier waren wir schon, hier ist dieses 43-Ding, ja komm, fuck you. So, 745 Chunks geöffnet. Ja, was soll ich jetzt hier noch länger warten? Ist ja scheißegal. Komm, wir haben die Sachen, wir können die weghauen, dann holen wir neue. Wenn wir sie brauchen, ist das vollkommen egal. So, jetzt können wir wenigstens hier rein. Und es hat sich super gelohnt, nämlich gar nicht. Fuck you. So, 44 Dinger, machen wir. So, 44. Und dann gehen wir hier rein in den Chunk. Einmal hier Licht. Einmal in die Ecke Licht. Einmal hier Licht. Dann können wir mal hier hoch. Eine Kiste. Oh, Emeralds. Guck mal. Äpfel. Blume. Ja, okay, Blume ist jetzt nicht so interessant, aber... okay, wir haben auf jeden Fall hier... Warte mal, die Blume können wir mal eben hier hinsetzen irgendwo. So, warte. Hallo. So. Dann machen wir hier mal ein bisschen Licht hin. Und hier ein bisschen Licht. So, dann gucken wir mal eben hier. Ach komm. Ach ja. Warum nicht? Ne? Warum nicht so tun, als wenn das Leben immer fair wäre?
um mit dem Herrn Curse mal mit den Worten vom Herrn Curse zu reden. Warum nicht? So, hier ist noch ein Dings. Irgendwie müssten wir sowieso pennen, also können wir auch hier bleiben, ne? Keine Kiste ist auch eine Kiste. Super. So. Raus hier. Dann machen wir mal die nächsten. Jetzt muss ich mal eben gucken, wo sind wir überhaupt? Da ist nichts mehr. Und 43 Boote. Birke Boote. 43, Alter. 44 davon. Hier hinten ist auch Ende, ne? Oder? Ich muss mal eben gucken, ob hier hinten noch irgendwas kommt. Ja, hier kommen noch Sachen. Aber was ich jetzt mal haben will, ist die Kirche da, diese große. Weil, jetzt sind wir schon mal hier. 44 von denen. Da ist auch noch Zeug. 43 Türen. Hallo, ich will hier rein. Ich will hier rein mit 43 Scheißdingern. Fuck! Wo kriegen wir die her? Oh Mann. Oh Mann, ey. Ich möchte nicht. Was? Wo bist du denn, Mizi? Okay, also jetzt geht es an Eingemachte, ne? Wir müssen jetzt einen von den beiden hier aufmachen nach da. Also, einen müssen wir mal aufmachen. Ah, fuck it. Warte mal, ich mach mal eben Folgendes. Nehmen wir mal mit. So, dann nehmen wir auch mit. Ach, jetzt sind wir schon wieder voll. Ah, warte mal, den können wir ja hier hin machen. Warte mal, Moment. Ich stelle den jetzt mal hier hin. Und den Stony Stones daneben, ne? Und da wir noch keinen Stonecutter haben, aber wir müssen jetzt erstmal wieder hoch. Warte mal. Das hilft uns alles nichts. Ich nehme jetzt diese Dinger hier mal mit, weil da sind sowieso keine Blumen drin. Die brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen, weil das sieht hier so schön aus. Das wollen wir nicht zerstören, ne? Also das machen wir jetzt mal nicht. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, damit wir Ruhe haben, nochmal den reinschmeißen. Ja, okay. Das muss jetzt nicht unbedingt sein, da hoch. Das hier ist unser Weg. Nein, nein. Das hier ist der Weg. Und der Weg, wie man weiß, ist das Ziel. Laber, laber. So. Correcto mundo. So. Gehen wir hier hoch, dann hier durch. Okay, ich weiß nicht, wie wir an die Strings kommen sollen. Das wird eine etwas längere Angelegenheit mit den Strings. Und was mir hier gar nicht gefällt, hier gerade. Warte mal. Dieser Aufgang hier, ne, der ist immer ziemlich nervig. So. So, jetzt machen wir erstmal die Dinger hier in die Truhe. Boah, wie kriegen wir den Kram hier jemals wieder weg? Wir bräuchten so Wormhole-Portale oder so, mit denen wir, ne? Scheiße. Kisten. Emerald. Zeug. Flint. Clayball. Den. Das. Pötte. Wieso haben wir jetzt eigentlich so viele von diesen scheiß Steps hier? Warum? Warum mache ich sowas? Warum mache ich so viel davon? Ich bin ein Vollidiot. Warum tue ich sowas? Warum? Why? So, jetzt brauchen wir erstmal hier ein paar neue von den Dingern hier. Unsere Rüstung müssten wir auch mal irgendwann ersetzen. Na, so ein bisschen zumindest. So, dann machen wir mal das, das und ein paar... Nee, warte mal. Ja, doch. Naja, komm, scheiß drauf. Stiggies. So, 64 Stiggies. So, die haben wir hier, das haben wir da, das haben wir da, alles klar. Gut, ich weiß nicht, wie wir an die komischen Dinger kommen, ne? Also Strings kriegen wir nicht mal eben so.
50, also noch 36. Ja, komm, lass uns das mal zuerst machen. Wie sieht das hier aus? Okay, bevor wir jetzt irgendwas anderes machen, machen wir das so. 1, 2, machen wir mal 3, ne? Oder? Komm, wir machen mal 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dann machen wir hier mal ein paar von den hier unten rein. So, die nehmen wir mit. So, und jetzt bauen wir hier mal den Kram eben. Jo. Jetzt würde ich ja schon fast fragen, ob irgendjemand Pläne hat fürs Wochenende schon. Aber da muss ich wohl bis heute Abend warten. Ich weiß auch nicht, was ich heute Abend machen soll. Ob wir eine Runde streamen, also ob wir irgendwas spielen. Ich wollte eigentlich die ganzen Spiele, die wir am Donnerstag aufgemacht haben, angefangen haben, letzten und vorletzten, hier Out of Line und ich wollte die eigentlich mal zu Ende spielen und dann mal vielleicht auch so ein, ja, ich weiß nicht, ob so ein Walkthrough ohne Kommentare gut wäre, aber dann müsste ich die komplett den ersten Teil nochmal neu aufnehmen. Macht auch keinen Sinn eigentlich, ne? Da muss ich nochmal drüber nachdenken. Mal gucken, ob ich irgendwie heute Abend irgendwas. Weiß ich noch nicht. Aber ich würde die schon gerne zu Ende spielen. Und zumindest den Stream dann hochladen. Ne, damit irgendjemand, der Bock drauf hat, Out of Line zu gucken, das dann mal ganz komplett dann sehen kann. So, weiß ich nicht. Wahrscheinlich dauert das Spiel normalerweise 3 Stunden und bei mir dann halt 6 Stunden oder so. Also ich schaffe locker das Doppelte, denke ich mal. So, hallo, du alleine Fackel. Genau, wir machen mal hier eben auf. Guck mal, also hier machen wir Licht hin. Machen auf die Ecke Licht. Hier Licht. Und hier oben machen wir auch noch Licht hin. So, jetzt haben wir das gut beleuchtet. Hier sind wie viele? 43, ach ja, das ist ja geschenkt, ne? Also, finde ich, 43 rotten Dinger. Ja, gut. I love our Hacke. Really, I love it. So, und jetzt können wir, wie viele haben wir denn jetzt zusammen? Nicht viele. Wir brauchen aber auch nicht viele, ne? Okay, wir sollten mal ein bisschen Holz noch mitnehmen. Wieder. Weil da unten brauchen wir Türen und was hatten wir noch? Wir hatten noch irgendeinen Kram, ne? Türen, Birketüren und Birke dies, ne? Hier diese Stripped Birke Lockdinger und Wood Dinger und alles. Da müssen wir halt gucken. Also für Wood brauchen wir schon. Also Lock geht noch, ne? Den brauchen wir nur aufstellen, eben kurz strippen und dann sind wir fertig. Also dann wieder abbauen und so, aber bei den anderen, das sind halt immer 4 pro Dings, die weggehen. Ne? Also 4 braucht man für, weiß ich gar nicht, wie viel. Ist das einer oder 3? Ne, 3, ne? Ich meine, das sind 3, die man dafür kriegt. Also ich meine schon 3. So, gut. Birke, wo bist du? Da bist du. Hallo, Birke. Ist die Musik jetzt aus? Oder kommt noch was? Jetzt habe ich die ganze Zeit über die Musiklautstärke gelästert. Jetzt hat die Musik sich gedacht. Oh, da ist Musik. Okay, ich höre es. Jetzt habe ich es gehört.
Okay, wir machen hier unten auf dem Weg. Pass auf, wir machen das mal folgendermaßen. Wir gehen jetzt runter. Und hier auf dem Weg war ja ganz viel, wo ich sagte, da muss mal ein bisschen gearbeitet werden. Da muss der Straßenbau mal ran. Die machen wir jetzt mal weg. Und dann fangen wir mal mit diesen Strip-Dingern an. Ne? Weil hier dieser Platz zum Beispiel, ne? Pff, also, ich meine, hier braucht keiner die Bäume oder so. Ne? Oder? Ich meine, das ist schön. Also, ich finde das hier schön, aber keiner braucht das. Und wir werden die noch, wir werden die noch brauchen, die Sachen. Für alle möglichen Sachen. Und Birke Boote, genau. 43 Boote. Ja, das sind auch mal 5. Also das sind auch 4 mal 50. Also ne, das sind 200 Sachen hier. 43 von den Dingern hier. Also auch nur mal so am Rande erwähnt. Da brauchen wir schon ordentlich Zeug für. Deswegen, wir nehmen das jetzt mal mit. Dann ist es hier ein bisschen lichter auch. So, dann ist es nicht ganz so vollgestellt hier. Und okay, hallo. Dann. Wir könnten eigentlich auch mal irgendwann, könnten wir uns mal eine vernünftige Hacke machen, ne? Du hast kein Nest hier, alles klar. Ich wollte nur sagen. So, wir gehen mal eben hier rein. Ach so, er pennt hier. Ja, gut. Ja, okay, warte. Ich meine, ich hätte mich jetzt in sein Bett legen können, aber naja, muss man ja nicht machen. Ne? Man legt sich ja nicht in fremde Leute's Betten. Und die freuen sich ja auch, wenn sie ihr Bettchen haben. Ne? Ihren festen Platz und so. Das sind ja auch so Gewohnheitstiere hier, die Jungs und Mädels. So, dann gucken wir mal, dass wir hier weiterkommen in der Ecke. Mit den Booten, glaube ich. Ich glaube, da machen wir mal als erstes. Weil das ist doch, ne? Fucking Boote 43, ey. Fuck. Holz, wir nehmen jetzt einfach Holz. Das ist schon mal das nächste. Also ich nehme den hier noch. Wir sind hier im Birkenwald übrigens, ne? Also das ist jetzt nicht so, dass wir hier die letzten Birken gucken. Also hier, ne? Guck mal, da. Ne? Also wir haben hier jede Menge Zeug. So, Birke. Wo haben wir Birke? Da haben wir Birke. Oh no. Ach, das sind die schon. 43, ja, guck mal an. Siehst du? Das meinte ich ja vorhin. So. 749 Chunks haben wir eröffnet, geöffnet, gekauft. So, hier eben. Ja, okay. Den nehmen wir natürlich mit. Love it. So. Dann gehen wir mal eben hier hoch. Moment. Da haben wir gerade 743 weggeschmissen von den Dingern. Also das heißt, hier nehmen wir uns direkt mal wieder ein paar neue mit. So. Und dann gucken wir mal, was hier rein muss. Oh, hallo. Sehr gut. 750 Chunks haben wir unlocked. Ihr Lieben, guck mal, wie cool. Licht, 44. Was ist da? Kühe. Was ist denn da in die Richtung? Warte mal, ich muss mal eben, ich muss gucken, was wir hier noch finden, ne? Also, ich muss immer ein bisschen auf die Map gucken, ob wir hier irgendwas freilegen. Aber hier kommt schon wieder nur Wasser. Also, da sind viele Tiere, ja. Vielleicht wäre das hier eine ganz gute Station für eine Tierzucht sozusagen. Vielleicht wäre das ganz gut hier. Aber wir haben ja dann, also wir haben ja eigentlich schon, ne, wir haben ja eigentlich schon Stations für solche Sachen. Hier weiß ich nicht, hier ist jetzt nichts mehr drin. Aber hier ist das mit dem Boden. Hier ist übrigens der Bienenkorb. Ich weiß aber nicht, ob Biene drin ist. Wenn, dann würde ich die gerne mit Biene nehmen, ne? Also dann müssen wir warten, bis es regnet und hier nochmal hin. Weil ich habe jetzt keine Lust, hier irgendeine böse Biene um mich rum zu haben, die keinen Bock mehr hat auf ihr Leben.
Tja. Also hier brauchen wir nichts machen. Hier waren wir ja schon drin. Die Betten, ja, kann man mitnehmen, muss man aber nicht mitnehmen. Also, vielleicht das Graue. Vielleicht sollen wir das Graue mal mitnehmen. Wir lassen eins hier und das andere nehmen wir mit. Ne? Machen wir mal so. Ich glaube, das ist ganz cool. So, jetzt müssen wir gucken, wo wir noch Sachen finden. Also hier ist noch ein Steg oder irgendwie sowas auf der Map. Also hier, da, ne? Da sind noch so irgendwelche Strukturen mit Birke. Ich weiß aber nicht, ob da noch irgendwas Sinnvolles dabei ist oder so. Das kann ich jetzt hier nicht sehen. Ich glaube, das ist nur so ein Ausläufer von dem Dorf, was aber... Ich glaube, das bringt nichts. Also, ich meine, das sind nur Planks, ne? So, wie viele? 33, komm, wir versuchen das mal eben. 33 ist ja Wurst hier. Zack. 751 Chunks haben wir freigespielt. Guck mal, so einfach geht das manchmal. Jetzt können wir hier nämlich besser gucken. Da sind auch 44 Boote. Ja, nee, hier ist nichts mehr, ne? Also da können wir irgendwann hingehen, aber wir müssen jetzt nicht hin, weil noch irgendein Gebäude da ist oder so. Das meinte ich ja jetzt gerade, ne? So, dann machen wir hier noch die weg eben. Weil wir brauchen wieder neues Zeug. Genau. Das haben wir ja. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir den hier. Da steht auch nochmal so eine Blume rum, aber ich glaube, ansonsten ist da nichts, ne? Den Kopf hier. Oh ne, warte mal. Nicht, dass ich den. Hallo. Den nehmen wir doch mal mit, oder? So, jetzt machen wir 43 Türen erstmal, oder? 43 Doors. The Doors machen wir jetzt hier. Komm, wir machen jetzt The Doors. 43 von diesen komischen Dingern. So, Moment. Alter. Was stimmt denn mit euch nicht? Und dann können wir hier endlich in die Kirche. Ich meine, ich könnte die kaputt hauen hier, ne? Ihr wisst das ja. Ich könnte die jetzt kaputt hacken und dann könnten wir da rein, aber ich will das nicht. Ne? Das ist nur ein Chunk hier und dann können wir reingucken, aber... Da macht ja keinen Sinn. Also 43 Türen sind angesagt. Hallo, Goli. Und Goli. Ich mach nix. Ich tu nix Böses. Alles gut. Nee, warte mal. Wir machen das anders. 43 Türen. Achso, warte mal. So. 43 Türen. Alter, was ist denn hier los hier drin? Ist auch eine gute Zahl, oder? Hallo. Ich mach mal eben hier auf, Goli. Ne, Vorsicht. 752 Chunks geöffnet haben wir. So. So einen Tisch haben wir gerade schon eingesackt. So, hier kommt Licht hin noch. deswegen. Okay. Ihr Spackos. Ihr seid ein paar Idioten, ne? So, bitteschön. Ich habe euch befreit. Schreibt es in euer Buch. Ihr Vollpfosten. Was sind das für Idioten eigentlich, ey? Die sind so dämlich, ne? Das sind so dämliche Viecher eigentlich. Aber ist egal. Gut, wir machen hier noch eine Fackel in die Ecke. Und jetzt gehen wir hier bei 43 mal rein. So, 43. 753 Chunk. Chunk. Hab Chunk aufgemacht. Okay, hier mal. Hier. Haben wir hier irgendeine Kiste? Achso, ja, wir haben eine Kiste. Aber, was will die? Was will die? 43 Platten. Warte mal, ich nehme den erstmal mit. 43 Platten will der. Fuck it.
Haben wir die da jetzt mitgenommen oder habe ich die stehen lassen? Ich weiß es schon nicht mehr. Das ist 2 Minuten her und ich meine, ich habe sie mitgenommen, ne? Ja, okay. Wir hatten 2, ne? Ja. Oh, Jungs, ja, freut euch eures Lebens. 43 oder was war das? 44, 43 Dinger. Okay, pass auf. Wir müssen bald schon wieder nach Hause da oben, zur Kiste. 43 so Dinger. Wie viel sind das? 10. Okay, wir müssen da hoch. Warte mal, wir müssen erst da eben hoch. Das hilft hier gar nichts, weil die Kiste muss gepflegt werden. So, hier geht es hoch. So. Zack, zack, hüpf, hüpf, hüpf. Ah, hüpf, hüpf, hüpf. So. So. Die Dinger, ja gut, das ist egal. Pötte haben wir schon. Das Bett lassen wir hier. Die können wir hier hin machen. Den Kopf lassen wir hier. Birke Saplings. Verdammte Hacke, ne? Ich denke immer die ganze Zeit, irgendwann brauchen wir die mal. Aber irgendwie braucht die keiner. Und Dschungelholz braucht hier im Moment auch keiner, ne? Scheiße. Die können wir eigentlich auch wegschmeißen, aber ist egal. Stickies. Ja, okay. Okay. Und jetzt wird es schon wieder dunkel. Okay. Ja, ja, du mich auch. Hallo. Ja, ja. Alles gut. Dann mache ich jetzt mal eben Schläfchen hier vorne irgendwo. Ne? So. Ich mache hier nochmal ein bisschen Licht bei. Okay, Schläfchen machen. Mit blauem Bett. Wir haben ein blaues Bett jetzt. Wow, wir sind coole Styler, ey. Auf jeden Fall. Geil. Ah, so. Und jetzt holen wir uns diesen komischen Chunk hier mit den 43 Dingern hier, ne? Den holen wir uns als nächstes. 43 hier blöde Traptor-Dinger. Komm, dann machen wir als nächstes. Wir haben 14. So. Und wir brauchen ...43. Also das heißt, uns fehlen noch 30. So. Und dann schmelzen wir die hier rein. Ne? 43 Stück. 44. 754 Chunks haben wir ja geöffnet. Sehr gut. Guck mal, da können wir schon mal reingucken. Zumindest können wir mal reingucken. Das ist so wie Anjang. Hier, ich gebe den Gramm umsonst. Entschuldigung, musste sein. Sagt nein zu Drogen. Ihr Kinder da draußen. Also ich will niemandem hier Drogen, ne? Also, ne? Also wer es sein lassen kann, lass es sein. Ist die Aussage. So. Jetzt gehen wir wieder hier hoch. Jetzt gucken wir endlich mal in die Kiste. Da ist natürlich, oh, guck mal, tolle Sachen. Oh, Yellow Dye, ne? Das ist natürlich das, was wir, boah, haben wir so lange gesucht, ne? Boah, Wahnsinn, ne? Hallo. Schwachkopf. Ich glaube, wir sollten mal einen von diesen Dingern hier mitnehmen, weil wir es können. Ne? Würde ich mal tippen, dass das gut ist. Weil wir haben noch nicht so ein Ding. Hallo, willst du mir was verkaufen? Was hast du denn? Luck of the Sea 2 für 15. Papier gegen Emerald. Oh, du bist ja ein cooler Styler. Oh, dich würde ich am liebsten mit nach Hause nehmen. Sei du mal froh, dass ich keine Lead dabei habe, sonst wärst du schon weg. Und für die Leute, die es nicht wissen, ich kann hier ganz tolle Sachen machen. Ach ne, geht hier ja gar nicht. Stimmt, das geht hier ja gar nicht. Ich habe ja hier das Pack, das andere Pack. Ach du Scheiße. Ich kann den nicht mitnehmen.
kann den nur anleihen und dann durch das Gelände schleppen. Scheiße. Wir spielen ja samstags auch Chunklock, der Herr Technics und ich, auf unserem Server. Da haben wir das installiert auch. Und, ach, scheiße. Also, wenn das jetzt mal nicht... Ich wüsste gerne, warum hier... Warum schreien die hier so rum? Hä? Was sind denn da? 43 von diesen Dingern? Okay, warte mal. Das sind Typen, ne? 24. Hier hast du schon mal 24. 19 Stück brauchen wir noch. Okay, wir brauchen Birke. Also, Birke ist angesagt. Hallo, Birke. Schöner Name übrigens, Birke, finde ich. Also... Schräg, aber cool irgendwie. Wenn du eine Tochter hast, die heißt Birke, ist schon abgefahren irgendwie, wo ich das gerade jetzt so sage, Birke, aber irgendwie cool. Also, weiß auch nicht. Keine Ahnung, Birke. Auf jeden Fall besser als, was weiß ich, ne, irgend so ein Allerweltsname. Also dann, oder hier so ein Prollnamen, ja, das wäre natürlich auch, oh Gott, armes Kind. Ne? So, jetzt machen wir mal eben ein bisschen Zeug hier. Auf Vorrat. So. Dann, was machen wir denn da draus? Das hier ist ein schönes Eckchen. Das lassen wir mal so. Das hier muss nicht so bleiben. Irgendwann müssen wir hier sowieso nachher nochmal ganz spät, müssen wir nochmal durch hier, durchs Dorf und gucken, ne, ob das hier alles schön aussieht. Also ob die Blätter alle decayed sind. An den Stellen, wo wir Bäume weggehackt haben. So wie hier werden die bleiben. Ja, also, der hier stört mich. Den finde ich nicht gut. Den anderen lassen wir stehen da vorne. Also diesen hier finde ich total schön hier mit diesem Eckchen hier so. Ne? Das finde ich ganz nett gemacht. Hat Minecraft nett gemacht. Braves Minecraft. So, okay. Wir brauchen noch ein bisschen Zeug. Ich weiß immer noch nicht, wo wir die Strings herkriegen. Und ich hoffe nicht, dass im hinteren Teil dieser Kirche oder was das hier sein soll, dass im hinteren Teil der Kirche der ganze Firlefanz abgeht. Und dann haben wir nämlich echt verloren. Also was heißt verloren? Ist ja nicht schlimm. Das kann ja, der kann stehen bleiben. Ja, kann stehen bleiben. Ich weiß nicht, warum hier drauf irgendwie sowas generiert wurde. Und wir machen das mal weg. Ne? Finde ich irgendwie cooler. Also ich meine, hier sind diese Wege, ne? Klar, bla bli blub. Also bla bla bla. Bla bla bli bla blub bla 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 bla. So, wir brauchen noch 19 Stück. Okay, wir gucken mal. 19 Stück. 19 Stück. 18. Machen wir 21 draus und dann ist Jut hier. So, 755 Chunks haben wir geöffnet. Das heißt, wir können jetzt endlich hier reingehen. Die sind alle da oben, oder was? Ja, ne? Okay, Jungs, geht mal weg. Oh Mann, ich wusste es. Geht mal weg hier. Könnt ihr dann wieder runter? Boah, wie viele sind das denn? Fuck, ey. Wie viel seid ihr denn? Ich mache euch eine Treppe. Pass mal auf, ich mache euch mal eine Treppe. Komm, geh mal weg. Alter, hau mal ab. Geh weg. Geh weg.
So, ich mache euch mal eine Treppe hier. Eine von den, also eine Treppe mache ich aus den mehreren hier. Warte mal. So. Also, achso, wir können die nicht aufnehmen, weil wir voll sind. Okay. Stiggies tun wir mal weg. Und dann packen wir die Treppen mal eben hier hoch. So, das bleibt hier. Hallo. So, haben wir hier noch eine. Guck mal. Und da haben wir auch noch eine. Und die Dinger nehmen wir natürlich auch mit. Gerne. Also. Und zwar, wie machen wir denn jetzt mal eine Treppe hier hin? Jungs. Was lassen wir hier? Das lassen wir hier. Die Dinger können auch weg. So, dann können wir hier hinten die Sachen nehmen. Wie baue ich euch denn jetzt mal eine Treppe hier runter? Ihr müsst da eigentlich überhaupt nicht sein, ne? Warte mal. Also. Das lassen wir mal hier. Das nehmen wir auch mit. So. Ihr müsst hier nicht sein. Warte mal. Moment. Also. Der kommt hier hin. Moment. So. Ja, ja. Ja, 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 auf jeden Fall. Ihr seid auf dem richtigen Dampfer. Moment. Darf ich mal eben durch? Darf ich mal eben durch hier? Darf ich mal durch? Ich komme hier nicht. Alter, ne, die Typen, ne, die sind so durch. So, ich mach das mal eben schön hier, ne, für die. Und dann schmeiß die alle raus hier oben. So, das hier ist die Kanzel, ne? Also man kennt ja die Kanzel. Ach, oben auf dem Dach liegt auch Zeug. Ach so, ja, okay. Das Dach wurde zerstört von diesem, was auch immer. Ist ja Wurst. So, und dann machen wir hier so einen zwischen. So, und dann machen wir, weil hier oben Licht hin muss, machen wir das so. Können wir mal uns darauf einigen, dass ich hier kurz dran darf? So. Jetzt könnt ihr alle mal runterkommen da. Genau. Zack, 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 zack. Genau. Kommt mal alle da runter. Weil ihr kommt nie wieder da hoch. Alter, gehen die mir auf den Senkel. Die gehen mir so auf den Sack. Die Typen. Boah. Hau ab. Such dir einen Job. Kerzen. So. Jetzt baue ich. Boah. Alter Schwede, ne? Die Typen, die sind die schlimmsten. Ja, okay. Wir müssen mal eben hoch zu unserer Kiste. Boah, sind die nervig. Und dann gehen die alle diese Treppe hoch und kommen nicht mehr runter. Und dann stehen die da den ganzen Tag. Na, 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 ja, ich weiß auch nicht, wie wir hier runterkommen. Lauf einfach. Ich weiß nicht, wie ich laufen kann. Die Treppe hoch geht, aber die runter, nein, geht nicht. Doch, du kannst die Treppe runtergehen. So, gelbe Dings da. So, das Birke Schilder. Boah, Trapdoor. Türe. Treppe. Dings da. Koppel. Treppen, die brauchen wir noch zum Bauen. Ne? Also ich baue mich da jetzt hoch. Ach, jetzt haben wir wieder. Warte, Moment. Ach ja, es ist wie es ist. Ne? So, eben schlafen. Ach, herrlich. 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 So. Boah, ich liebe es so, ne? Ich mag, also das hier mache ich echt total gerne. So Dörfer. Und ne, so ein Kram und mit den Chunks, das ist nochmal so eine, wie gesagt, das ist nochmal so eine, eine andere Form von Minecraft einfach, ne, so. Sollen wir hier nochmal langlaufen, den Kram einsammeln? Aber so viel war das gar nicht, ne, da waren ein paar Stickies, ein paar Saplings, ansonsten waren wir hier schon durch, ne. Jungs, ich baue euch jetzt oben dieses Ding auf jeden Fall ab. Ich weiß nicht, ob irgendjemand das braucht, aber ich baue es jetzt ab. Du bist der, ne? Du bist der Coole sogar, ne? Du bist der coole Dude, ne?
Ja, du bist der coole Dude, ich weiß. Ich müsste bei dir jetzt eigentlich erstmal was kaufen, damit du. Ah, das behältst, was ich da, was du hast. Scheiße. Warte mal. Ja, ich habe euch geholfen. Ich bin der Retter. Genau, danke. So, warte mal. Ich muss da noch hoch. Ich muss diesen Tisch wegmachen da oben. Diesen Librarian-Schnickschnack. Da ist auch keiner mehr, ne? Nee. Ja, ich hoffe, der gehört zu dem und nicht zu dem oben. Ich weiß es nicht. Warte mal eben gucken. Was hat er denn gegen Pfeile? Oh, der ist auch cool, ne? Der macht auch coole Deals. Okay, pass auf. Ich muss da nochmal hoch. Aber das mache ich jetzt mit Erde. Die behalten wir einfach. Ach so, hier ist nichts. Okay. Warte, so. Ach so, das geht nicht. Gut, fuck you. So. Kann ich hier nicht? Nein, ich kann natürlich nicht. Oh. Das sind Türchen. Geil. Gut. Tut mir leid, auch für die Gefallen, dass du stirbst da unten. Also, das stirbt, der stirbt ja nicht, aber. Warte. So, haben wir noch eine? Nein, haben wir nicht. Das wollten wir auch noch eben ausgleichen. So, und zwar einmal so, ne? Und dann kommt hier auch noch, wo haben wir die hingetan, damit das schön gleich ist. Ach, guck mal, eure Kanzel repariert, Jungs. Hier, Spacken. So. Ich hab euch repariert. Euch Kirches. So, jetzt hoffe ich, dass der da zugeordnet war. Warum holt ihr euch eigentlich nicht irgendwas zu tun? Ach, fuck you. Komm mal eben her. Ich will mal eben gucken. Mal eben gucken hier. Alles gut. Komm mal eben her. Hallo? Warte mal, ich kann mal eben Folgendes machen. Komm hier. Kannst dir ein Brot abholen. Hallo? Hol dir mal ein Brot ab hier. Guck mal. Hallo? Guck mal hier. Brot. Woody, 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 Woody. Boah, Alter. Hallo? Das ist in deiner Range. Aber ich glaube, das war der, ne? Der hat sich jetzt nicht in den. Fuck you! Dann geht der nach hinten in die Kanzel. Oder was auch immer das ist da, was das sein soll. Hier, komm, nimm Brot. Da ist Brot. Guck mal, ich hab Brot. Hier, ganz viel Brot. Guck mal. Dann geht der genau da hinten hin, wo ich nicht hin kann. Okay, fuck you. Wo ist eigentlich deren Dorfmittelpunkt? Würde ich gerne mal wissen. Okay, hier brauchen wir 43 Stripped Log. Und hier brauchen wir auch 43 Stripped Log. Ja, okay, hier muss ich rum. Okay, hier muss ich einmal ganz rum. Warte mal, ich muss mal eben hier den. So ist besser, ne? Ja. Der geht da nicht weg. Wie spät haben wir denn ungefähr? Wir haben Mittag. Oh, ich will einfach. Ich will nur gucken, was du hast. Komm mal hier hin. Ja. Komm mal hier. Hier, guck mal. Brot. Oh, guck mal. Ah, geil, ne? Sag dem Onkel mal, du hast Brot gekriegt. Na, guck mal an. Oh, ich will nur gucken. Er ist das. Er ist der Typ. Okay, der wohnt hier. Hier ist der Dude. Okay, dann ist gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Okay. Hier wohnt also ein cooler Dude. Jungs, hier unten ist noch. Achso, du bist schon der. Okay, du bist der Fletching-Typ. Du bist auch nicht schlecht. Habe ich aber schon gesagt. Okay, gut. Dann, hier war nichts mehr, ne? Gelbes Dings. Okay, wir haben ein zweites Dorf. Leider keine einzige Karotte, keine Möhre. Hier hinten können wir nicht rein. Sind da denn. Oh, guck mal hier. Bücherregale sind da drin. Mach nochmal auf. Ach, scheiße. Der weiß das genau, dass ich das gucken will. Oh, ein Penner, ey. Ah,
43 Strings. Wir müssen unsere Falle fliegen. Okay, als nächstes machen wir 43 von diesen Dingern hier. Stripped Birch Lock machen wir. Ja, okay, wir lassen das hier mal so, oder? Nehmen wir das auseinander? Nein, ne? Wie sollen wir das alles wegschleppen? Das macht ja keinen Sinn, oder? So, wir gucken mal eben hier. Also, als nächstes dieser. Okay, der geht nicht im Moment. Deep Slate haben wir hinten. Das brauchen wir nicht mehr. Oh, da ist noch so ein... Guck mal, hier ist ein Kopf noch. Guck mal, hab ich gar nicht gesehen. Hallo, den nehmen wir mal mit, ne? So ein Steinschneider haben wir mittlerweile. Das heißt, den brauchen wir auch nicht. 44 so Dinger. Okay. 756 Chunks geöffnet, ihr Lieben, haben wir. So, Licht. Da kommen wir noch hin mit dem Deep Slate Kram. Okay, hier brauchen wir nichts machen. Hier ist genug Licht. Okay, wir machen jetzt mal diese Strip-Dinger hier, ne? 43 und 44. Alter, wie viel das ist, ne? Das ist echt viel. Das ist echt viel. Strip Birch Wood. Und das hier. Korrekt, Alter. Jackie, was ist los? Hoch die Hände, Wochenende. Ja, habe ich schon gemacht. Habe ich schon. Tag, hi. Danke, danke, danke. Steven HD, der ist gerade von YouTube rübergekommen. Der freut sich bestimmt wie Bolle. Hoffe ich jedenfalls. Also ich hoffe, der freut sich. Aber der ist von YouTube rübergekommen, der Bursche. Oder ich hoffe, also Steven wird ein Bursche sein. Aber der hat bei YouTube angefangen und meinte, er wollte irgendwann auch mal vorbeikommen und gucken. Dann war der letzte Tag, glaube ich, da. Ja, alles gut. Ich weiß das ja. Das reicht ja, wenn ich das weiß. Und du hast frei, ne? Ja, du bist zu Hause. Schön. Freut mich. Das ist gut. Alles gut auch? Ja, wahrscheinlich. Und danke. Du musst nicht jedes Mal, wenn du reinkommst, irgendwie... Also du darfst auch einfach so reinkommen. Also wenn du magst, kannst du einfach so reinkommen und sagen, hallo. So. Zu Hause bis Mittwoch. Hast frei Urlaub? Hast du Urlaub? Frei? Sind Feiertage, die ich verpennt habe? Oder krank? Aber dann bist du nicht am Jubeln, wenn du krank bist. Nein, bist du nicht. Gut, ich mach mal eben hier, währenddessen wir hier an Käse reden. Machen wir mal das. Und wir machen mal, das können wir mal wegmachen. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah ja, genau. Ich wollte Folgendes machen. Sowas. Zweimal. Weil wir es brauchen. So, dann brauchen wir, sonst brauchen wir nichts. Yes. Yes, 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 zu Hause. Also alles. Ich habe vergessen, dass es Feiertage gibt. Du hast Urlaub genommen und du bist krank. Geile Mischung. Good mixture. So, wir wollten hier, wir fangen jetzt mal hiermit an. Also, Birke Lock. Das heißt, wir brauchen jede Menge von diesem Birke-Kram. Das heißt, alles bis auf... Ja, warum sind hier überall so Dinger drauf, ne? Wäre mal die Frage. Naja, bis auf den einen hier, den alles andere. Ich fange mit mal... Ach, du sagtest ja schon, dass du bald Geburtstag hast. Hast du vorletzte Woche gesagt, stimmt. Oh Gott. Oh Gott, wie alt musst du denn sein, ey?
Komm, ach Gott, nee, da kann ich gar nichts zu sagen. Das hört sich alles so depressiv an. Das ist nicht gut. Du hattest schon. Wie, du hattest schon. Oh, du hattest schon. Alles Gute nachträglich. Du hattest gesagt, du hast bald Geburtstag. Und jetzt habe ich gelesen, feiere morgen, mein Alter, du feierst den nicht nach. Am Dienstag. Ja, alles Gute, hör mal. Bleib auf jeden Fall gesund, das ist das Wichtigste. Also gesund bleiben, das ist einfach das Entscheidende. Alles andere ist eigentlich egal. Merkt man aber erst, wenn man noch älter wird als 33, weil noch total jung ist, also... 33, oh ja, da war die Welt noch in Ordnung. Ne? Danke auch dir, ne, für den ganzen Kram. Und ich habe das jetzt Dienstag, ja gut, du hattest aber auch nicht gesagt, wann du Geburtstag hast, sondern nur, dass du bald Geburtstag hast. Bald, glaube ich, war das Wort. Und deswegen, sonst hätte ich auch gratuliert. Und ich wollte nicht so indiskret sagen und hier im Chat vor, naja, vielen Leuten, aber es wird ja dann öffentlich fragen, wann du Geburtstag hast. Ja, ich meine, gut, ich kenne keiner, aber muss ja auch keiner wissen. Und dann wird heute Party gemacht, nachträglich. Okay, geil. Was gibt es denn zu essen? Das ist immer das Einzige, was mich interessiert am Geburtstag. Ich gehe zu Geburtstagen eigentlich, naja, ich gehe auch schon mal hin, weil ich die Leute sehr, sehr mag. Und das sind aber immer weniger geworden in den letzten Jahren. Also wenig Menschen, zu denen ich gerne gehe, weil ich die mag. Ansonsten, wenn ich eingeladen werde, gehe ich meistens nicht hin. Und wenn ich hingehe, weil das irgendeine, naja, Pflichtveranstaltung ist jetzt Quatsch, aber wo man einfach mal, naja, komm, ne, sind gute Bekannte oder was weiß ich. Und der hatte ich extra eingeladen, habe ich gerade letztes Jahr noch gehabt bei jemandem. Und da konnte ich nicht Nein sagen, weil das hätte dem wehgetan, wie Bolle. Und dann habe ich gedacht, naja, komm, du kriegst wenigstens was Leckeres zu essen. Also bei mir ist dann immer so dieses, da kriegst du mich immer mit Essen. Also, wenn nichts hilft, Essen geht immer. Hörte sich jetzt böse an. War aber nicht so böse gemeint. Ist ein Bekannter von früher, mit dem ich, also wir waren nie richtig dick befreundet, aber wir kennen uns schon über 30 Jahre. Also echt lange, lange Zeit. Und ja, der hatte mich extra angerufen und sagte, hey, morgen habe ich Geburtstag, willst du nicht vorbeikommen? Und ich mache dies und jenes und gibt Chinamann-Kram und so. Und ja, und dann habe ich gedacht, na okay, die Lebenssituation, in der er sich befindet, mach's dann mal. Ne, weil das war so nett, dass er an mich gedacht hat. Und ja, dann habe ich gedacht, ja, komm, dann geh mal hin. Wir werden sicherlich in ein Restaurant gehen, wenn ich meine, jetzt. Die Räuberbande. Die Räuberbande ist ein Restaurant, eine Kneipe, wo es auch was zu essen gibt. Oder Räuberbande, hä? Also ich meine, Räuberbande hört sich an wie ein cooler Laden, wo es so Spieße gibt. Also, ja gut, ich denke dann halt an so Sachen. Warte mal, ich muss mal eben hier rauf, weil das ist mir zu blöd hier. Ich möchte nicht die Sachen hier so... Oh, ein Restaurant auf dem... Ah, ihr macht immer den Abstecher, ja? Da nach Hamburg. Also bei euch ist praktisch so nichts, was euch... was das rausreißt. So bei euch in der Gegend. Ich meine, gut ist der Osten, ne? Der war gut. Ich musste den machen, Entschuldigung. Ich muss jetzt sorry. Was willst du im Osten schon erfahren? Nein. Super Läden. Also ich habe ja in Leipzig gewohnt einige Jahre und boah, also Leipzig, gerade Leipzig, ne? Boah, ey, so auf der Kalli hinten. So coole Läden auch in der Stadt auch. Wunderbar. Also wirklich. Von Läden her tippitoppi, also das war mit Berlin die besten Locations, die ich bis jetzt in meinem Leben überhaupt besucht habe. Okay, gar nichts Vernünftiges, okay. Ohne anstehen Bananen. Ja,
Ach komm, du wohnst da. Da haben wir ja schon mal drüber gequasselt. Ich bin da überhaupt nicht. Also, du weißt, jeder normale Mensch, der da drüben wohnt, im Osten, also, ne, jeder normale, der nicht jetzt der klassische Zoni ist, ja, so, das ist so wie mit den Wessis, glaube ich, auch. Das ist ja andersrum nicht anders eigentlich. Der weiß das ja selber, was da drüben abgeht. Und dass das ein anderes Ding ist, wissen wir alle, ja, das merkt man auch nach 2 Minuten schon. Das hat Positives im Vergleich zum Westen und das hat eben aber auch Negatives und das weiß auch jeder. Also ich habe so viele nette Leute kennengelernt, mit denen ich da jetzt nicht großartig drüber reden brauchte, weil Osten ist Osten und Westen ist Westen. Zonis sind Zonis, ja, und die klassischen Zonis sind genauso unerträgliche Wichser wie die im Westen. Das ist einfach so. Das habe ich gelernt, wusste ich vorher so noch nicht. Das war mir nicht klar, obwohl ich viel Ost-Berlin-Kontakt hatte und so, aber naja. Keine Arbeitslosen. Ach, das ist ein langes Thema, du, Jackie. Das ist echt, boah. Boah, das ist ein langes Thema. Boah, ist das ein langes Thema. Da geht bei mir sofort Türe auf und langes Thema, Arbeitslosen. Ja, auf jeden Fall. Es gab also hier, also es gab so viele Sachen, also wirklich viele Sachen, wo die hier, ach, ich weiß noch, die haben damals über Sinn und Unsinn Frau von der Leyen, ja. Halleluja. Hey, Tjax MC, ich hoffe, du bist ein echter MC. Danke, 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 danke. Vielen, vielen Dank für den Follow. Kleine Schritte, aber helfen. Danke. Frau von der Leyen, ja, hat ja noch Jahre diskutiert über Sinn und Zweck, zum Beispiel von Kita-Krippen-Dinger. Also für Kinder, die unter 3 Jahren sind. Da waren wir damals ja noch an der, also als die Wiedervereinigung anstand. Waren wir hier im Westen an dem Punkt, drüber nachzudenken, ob das Sinn macht, Kinderkrippen aufzumachen, also für Kinder unter 3 Jahren. So war das damals. Das war der Stand der Dinge. Zumindest in der Öffentlichkeit. Und die Öffentlichkeit wird ja immer bestimmt von solchen Leuten wie Frau von der Leyen. Ja, total weltfremde Menschen, die noch 20 Kinder kriegen könnten. Und immer noch keine Ahnung hätten, wahrscheinlich vom Leben, wie das da draußen so abgeht. Heute haben wir das Problem ein bisschen umfangreicher und verbreiteter, also dass Leute nicht mehr wissen, was da draußen für ein Leben abgeht oder dass man nicht mehr weiß, was ein Liter Milch kostet und so. Das sind ja fast alle so Typen mittlerweile. Aber was ich sagen wollte, in der DDR, also ja, also mieses System, grauenhaft, da braucht man auch nicht drum herum reden oder sonst irgendwas. Totaler mieser Scheiß. Und da müssen auch irgendwelche Idioten nicht kommen mit, hier ist es ja jetzt genauso und dies und jenes. Fuck you, ja. Also, fuck you. Bullshit, ja. Also ein ganz mieses, fuckiges, abgefucktes Drecksystem. Nicht, dass das hier nicht auch so war, das wussten wir nur auch. Die meisten von den Leuten drüben, die sind rübergekommen und haben gedacht, hier ist alles besser. Bullshit. Hättet ihr uns mal gefragt, dann hätten wir euch das erzählt. So. Aber Kinderkrippen zum Beispiel hat da drüben, aus welchen Gründen auch immer, ja, das lasse ich jetzt mal außen vor, ja, aus welchen Gründen die Kinderkrippen so, ne, aber das System Kinderkrippen hätte man einfach übernehmen müssen, so. Das ist einfach so, ja, da habe ich mich damals, habe ich echt gedacht, lass uns mal die Gründe weglassen, warum Kinderkrippen. Wir lesen auch nicht die Bücher über Heimkindererziehung und Heimkinder und überhaupt und wie viele Kinder und Menschen von ihren Kindern entfremdet wurden, wie viele Kinder zwangsweise in Heime gesteckt wurden in der DDR. Weil das ist keine schöne Geschichte. Die wollen die natürlich alle nicht mehr hören, die Geschichten, weil die ihre DDR, weil alle so nett zueinander waren und wir hatten ja nichts, aber waren alle fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Dickes 5-mal fuck you. Dumme Idioten, die so tun, als wäre das in irgendeiner Weise okay gewesen. Man kann sich da durchlesen, was da passiert ist, und dann weiß man das. Fakt ist aber, ich kann da differenzieren. Scheiß drauf, die Begründungen sind erstmal egal, warum mit Kinderkrippen gab so viele und warum die cool funktioniert haben, in Anführungszeichen. Man hätte das System einfach übernehmen sollen, und zwar aus der Not raus. Ich bin der Staat, da sind Frauen.
die Gesellschaft hat sich geändert. Wir haben kein Zuhause mehr, wo Oma noch wohnt und aufpasst auf die Kinder und dies und jenes. Und beide müssen arbeiten gehen mittlerweile und so. Alles so Sachen, Faktoren, die da mit reinspielen. Da muss man nicht diskutieren über den Sinn und Unsinn von Kinderkrippen. Also Kinder unter 3 Jahren. Und ich habe selber erlebt, ich war in einer Krippe, wo unter einem Jahr Kinder waren. Kleine Babys, die waren in der Krippe. Da laufen dir die Tränen runter, innerlich oder äußerlich sogar. Also, ja, das ist nicht schön, ja. Aber man darf das nicht verwechseln mit dem, also das sind 2 Diskussionen. Einmal, da sind Frauen, die stehen vor dir und sagen, hey, Staat, hilf uns. Wir finden das selber scheiße, wir weinen jeden Tag, weil wir unser Kind abgeben müssen, während wir arbeiten gehen, aber wir müssen arbeiten, wir sind alleinerziehend oder wir kommen nicht klar mit einem Gehalt von meinem Mann. Ich muss mein Kind mit 2,5 schon oder mit 2 Jahren schon in die Krippe geben, ja, so ist das halt. Die weinen dafür auch, ja, die weinen, ja, und trotzdem, der Staat ist dann gefragt und zwar, die sind da, die stehen da, die wollen jetzt Betreuung, dann muss ich denen das geben, ob ich das gut finde oder nicht. Ist eine vollkommen andere Fragestellung, ja. Und das haben die alle vermischt und bla bla bla. Und die haben Jahre darüber, Frau von der Leyen, die hat Jahre darüber diskutiert mit allen möglichen Leuten, ja. Und es hat keinen Sinn gemacht. So, ein Freund, der wohnte in der Nähe von Wiesbaden, dann sind unterwegs, waren seine Obst und Gemüse dann an der Ecke und sagt, guck mal, da gibt's Bananen, ich hatte, ja. Ja gut, ich hoffe, der hat da nicht ernst gemeint, aber du hast ja wahrscheinlich. Also es gibt Leute, die meinen den Scheiß immer noch ernst. Es gibt so sitzengebliebene, und ich benutze das Wort jetzt mal nicht, ja, aber so gut deutsche Bürger, so, die das immer noch. Im Endeffekt gab es sowohl im Osten als auch im Westen Sachen, die waren scheiße und Sachen, die waren richtig gut. Ja gut, also grundsätzlich ist die ganze Welt erstmal so in die 2 Teile Blöcke eingeteilt, in beiden Blöcken. Sozialistische Richtung, kapitalistische Richtung. Das sind beides keine guten Systeme, ja. Also da brauchen wir auch nicht drum herum reden, ja. Und da gibt es auch keinen besser, schlechter oder sonst irgendwas, ja. Also klar, jede Seite findet immer jeweils die andere schlimmer, ne? Klar, also wir lästern über die Russen lästern über uns, ja. Und was weiß ich. Okay, passt. Wenn er das nicht ernst gemeint hat. Dann ist das ein lustiger Spruch. Hier, guck mal, Bananen. Zoni. Na, so finde ich gut. Kann man mit leben. Also ich lasse mir da auch meinen Mund nicht verbieten, weil ja, heute ist das ja nicht mehr angesagt, sowas. Man darf so Witze ja nicht mehr machen eigentlich und so, aber nee, jeweils die andere Seite findet ja, dass die andere Seite scheiße ist und so. Und deswegen, das ist ja eine klare Sache. Aber ich, also ganz wertfrei und fair. Also ich versuche dann immer fair zu sein. Hätte man damals zum Beispiel mit den Kinderkrippen einfach übernehmen sollen, das System. Wie macht man Kinderkrippen? Die gibt es. Warum, ist egal, wie gesagt, darf man nicht hintergucken, aber klar, da sind Frauen, die brauchen die, also machen wir Kinderkrippen. Wo das heute hingelangt ist, ja, das ist ein Erfolg des Westens, und jetzt könnte ich genauso mal über den Westen, ne? Also unser Erfolg ist, dass wir das ganze Bildungssystem, das Familiensystem, alles kaputt gemacht haben, die Löhne runtergefahren haben, sodass eben alle arbeiten müssen, keiner mehr genug Geld hat, dass unter einem Jahr alte Kinder, Babys, oh, wenn ich mir das reinziehe, da kommen mir die Tränen, wirklich, ernsthaft. Das ist, ich habe das selber erlebt, Leute. Ich bin Pädagoge, ich habe in dem Bereich so viele Jahre verbracht. Ich habe es selber gesehen, unter einem Jahr, das sind Babys, die werden in die Krippe gebracht morgens, weil die Mutter, und die gibt die wirklich weinend ab, die Tochter, und geht dann arbeiten, weil sie schuften muss, ja, weil blablabla. Bla, bla. Also das ist ganz schrecklich. Ein ganz schreckliches System. Also ich würde nie, wenn ich König von Deutschland wäre, yeah, ich würde das nie so weit kommen lassen. Nie. Und nicht, weil ich irgendwie ein deutschliebender Mensch bin oder so. Oder irgendwie eine braune Jacke trage oder so, ja. Sondern einfach, weil man das nicht macht. Man sollte erstmal seine Leute versorgen, ja. Weil die sind alle, egal ob man die mag oder nicht mag, die gehören alle dazu und brauchen eine gute Versorgung. Und es kann nicht sein, dass man den Familien seit 30, 40, 50 Jahren alles abgräbt und dass wir heute da sind, dass fast keiner mehr sich ein Haus kaufen leisten kann, sich ein Auto leisten kann, großartig, sich Kinder leisten kann, möchte, will, darf, was auch immer.
Und so weiter. Wir sind ja jetzt mittlerweile noch einen Schritt weiter. Ja? Und das darf nicht sein, finde ich. Also, sorry, da bin ich. Ich weiß, das gehört hier nicht hin zu Minecraft, aber ich bin auch nicht. Also, ich mag Lisa wirklich, aber ich bin auch nicht Lisa. Boah, ich könnte. Ich so, bei uns gibt es nicht mal genügend Kita-Plätze für die ganzen Kinder. Genau, das habe ich auch erlebt in Leipzig. Ja, ist aber hier im Westen, also ist ja alles Westen, ne, sozusagen, also ist ja alles ein Land, also ist in Deutschland an vielen Stellen so. Also hast du von Bayern bis Schleswig-Holstein, wirklich, überall. Ja, das ist, wenn ich König wäre, gäbe es das hier nicht. Also wenn ich eine Partei gründen sollte, also bei mir würde es das nicht geben und ich werde mich auch köpfen lassen auf der Guillotine oder so, wenn es notwendig ist. Aber ich werde mich nicht einkaufen lassen. Und wenn es BlackRock ist oder wer auch immer dahinter kommt und mir irgendwas sagen will und meine Familie bedroht, dann fickt euch. Fuck you. Ja? Man muss als König von Deutschland erstmal die Leute versorgen und das Bildungssystem vernünftig machen, die Löhne vernünftig machen, sodass es den Leuten gut geht. Ob ich die mag oder nicht, ist mir scheißegal. Hier rennen so viele Prolls und Assis rum, ja, die mag ich auch nicht. Und trotzdem gehören die dazu. Ja, und vielleicht sollte man die Bildung nicht runterschrauben, sondern mal hochschrauben und ein Abitur wieder was kosten lassen, ja, damit nicht jeder Vollpfosten ein Abi macht und dann meint, er hat irgendwas erreicht im Leben. Ja. Ich glaube, Bildung ist der Schlüssel und Bildung läuft, wenn man die Leute bilden würde in der Schule schon, im Kindergarten, wenn eben Kindergartenplätze genügend da wären, wenn Bildung da wäre, wenn die Leute, die da arbeiten, gut bezahlt wären und so weiter und so weiter und so weiter, dann hätten wir auch nicht ein Land voller Idioten mittlerweile, sondern wir hätten ein Land voller denkender, cooler Leute, die was auf dem Kasten haben. Und ich weiß einen Weg, wie man das hinkriegt. Man muss sich nicht verkaufen und seinen Arsch hinhalten ständig. Und Macht ist schön, glaube ich, weiß ich nicht, aber ja doch, weiß ich schon. Also Macht ist schön, aber das ist nicht das Leben. Und ich weiß nicht, wie sowas gerecht wird, ob Karma oder nicht Karma, ist auch vollkommen Wurst. Ist mir auch egal, ich bin nicht der Rächer und Robin Hood oder sonst irgendwas, also naja. Bundesebene übergehen. Das darf auch einem scheiß fucking Land nicht. Also die dürfen, also klar, die dürfen ihre Kultur behalten. Ansonsten wird das vom Land, vom Bund, also vom Deutschland geregelt. Und dann haben sich alle dran zu halten. Punkt aus. Das ist eine schwierige Diskussion. Viele wollen das nicht mehr heutzutage irgendwelche Diskussionen eingehen. Oder ziehen Linien da, wo, naja. Also, ich hatte gerade auch die arme Lisa. Ich mag die Lisa so, so sehr. Ich mag die. Das ist so eine tolle Frau eigentlich. Und trotzdem, dann sagt sie irgendeinem Typen, der letzte Tage im Chat schrieb, dass sein Hund fast gestorben wäre. Da ging es um irgendwas. Und dann hat er geschrieben, sein Hund wäre auch fast gestorben. Und dann hat sie gesagt, er sollte dieses Thema doch bitte sein lassen, weil. Ja, das würde manche Leute dann echt triggern und sehr belasten. Obwohl der Hund nicht mal gestorben ist. Der hat nicht geschrieben, unser Hund war auch krank und ist gestorben oder so, sondern so. Nur, der war krank und ist fast gestorben. Das war die Geschichte. Und 10 Minuten später macht die Reacts auf einen Bericht von McDonald's. Stundenlang sitzt sie da und macht einen McDonald's-Bericht. Klar, React auf McDonald's-Bericht. Über die Grausamkeiten von McDonald's, wie die mit ihren Tieren, wie die Tiere gezüchtet werden und so. Hey, Taffo, Tachchen. Und so ein Kram. Und dann denke ich mir auch, Alter, da sterben so viele Tiere und du guckst dir das 2 Stunden an, weil das halt cool Kohle bringt, diese Reacts, die bringen halt viel Kohle rein, ne? Also da müsst ihr euch, ne? Das kostet nichts, man sitzt da nur blöd rum, man muss nichts mehr machen. Man reactet nur auf irgendeinen Scheiß, ja, sitzt da eigentlich nur blöd rum. Und guckt sich den Mist an. Und ich habe mir nur gedacht, okay, das ist schon sehr. Also, da könnte man schon sagen: Hey, lass den Typ über seinen privaten Erlebniskram reden. Und wenn andere da nicht drauf klarkommen, diese Vogue-Bubble da draußen eben nicht klarkommt auf irgendeinen Scheiß, ja, dann fuck you. Mir egal. Fuck you, Gen Zs. Ja, die paar, die davon eben nicht klarkommen. Da gibt es ja auch total tolle Leute drunter unter den jungen Leuten. Also, von daher, scheiß drauf. Aber auf die anderen, fuck you, ja, wenn die nicht drauf klarkommen. Der Typ hat eine Geschichte von seinem echten Real-Life-Hund erzählt, der fast gestorben ist.
Und das wäre mir lieber, diese Geschichte wäre mir lieber zu hören im Chat, als mir 2 Stunden mit den Leuten irgendeine Doku anzugucken von McDonald's, die Tiere quälen und die Milchkühe aufkaufen für ihre scheiß Burger oder was da, worum es da ging, ja. Weil man sowieso weiß, dass ein Drecksverein ist, McDonald's. Fuck you, McDonald's. Fuck you. Boah, ich habe den Finger heute irgendwie locker sitzen, ne? Merke ich gerade. Tafo, Entschuldigung, das ist jetzt gerade so ein bisschen so. Naja. Huch. ja. Also, das fand ich so ein bisschen, und ich bin eben, bei mir kann man sagen, was man will, also klar, also auch Arschloch-Sachen sagen, ja, und irgendwann wird mir das auch zu bunt. Ich würde prinzipiell hier auch Leute bannen, ja, überhaupt kein Problem, habe ich kein Problem mit. Das kenne ich von unserem Server, da, ach, unsere Bannliste ist, ich weiß nicht, wie viele 1000 Leute auf unserer Bannliste drauf sind, ja, ich habe da gar keinen, da zucke ich nicht mal mit der Wimper, ja, und bann jemanden. Wenn das wirklich notwendig ist, dann wird er gebannt und dann rede ich da auch nicht mehr drüber, weil scheiß drauf. Ja, du bist mir egal, so ungefähr. Ne? Aber grundsätzlich kann man bei mir alles sagen, weil ich komme aus einer Generation, wir hatten keine Safe Spaces, wir haben keinen gehabt, der uns beschützt hat. Wir haben morgens einen Tritt an der Tür gekriegt und kommt erst abends wieder, tschüss, bam, Schlüssel um den Hals. So, da komme ich her. Und du musst einfach damit klarkommen, dass Leute anderer Meinung sind oder Arschlöcher sind oder sonst was. Und wenn du die Skills verlierst und das verlieren immer mehr Leute, dann kannst du ja nur noch unruhig sein und sagen, okay, wir sind genügend jetzt, ja, canceln wir den mal. Ja? Du kannst ja nur noch auf so kaputte Ideen kommen, Leute zu canceln, komplett fertig zu machen in der Öffentlichkeit. Leute, die eigentlich cool drauf sind sogar. Ja, das ist das Schlimme an der Sache. Deswegen, also ich wollte nur noch mal einmal zurück. Und jetzt baue ich Holz. Boah. Sonst kriege ich gleich einen Herzinfarkt hier. Nein, Quatsch. Das ist, muss manchmal sein. Wie gesagt, ich habe die ganze Zeit schon in Planung. Weißt du, wie bei einem Server mit Mods die Spieler automatisch die Mods heruntergeladen bekommen? Oder muss jeder Spieler jede Mod selber runterladen? Oh, Tafo, pass auf. Also, soweit ich das weiß, bei unserem Server ist es so. Du musst dieses Modpack anbieten, ja, also wir machen das bei uns so, also wir machen bei uns, bei unserem Server, wir haben einen großen Server mit viel RAM und bla, weisen, machen eine Instanz, machen ein bisschen RAM rein, also weisen da RAM zu und dann wird das Modpack installiert, ja. Und das Modpack musst du, dasselbe Modpack mit demselben Inhalt musst du als Spieler auch zu Hause haben und das eben starten und dann kannst du dich einloggen, weil beides übereinstimmt. Also auf dem Server ist dieses Modpack, bei dir zu Hause startest du dein Modpack, dann kannst du die Mods auch benutzen. So, das ist erstmal die normale Vorgehensweise, so wie ich die kenne. Und jetzt ist deine Frage ja wahrscheinlich, so wie bei einem Resource Pack oder Texture Pack damals, ob es eine Möglichkeit gibt beim Einloggen in den Server, das kennt man ja von den Resource Packs. Bist du damit einverstanden, dass du das Resource Pack benutzt, weil der Server benutzt hat und dies und jenes willst du da direkt, ja genau, habe ich mir gedacht. Das gibt es fürs Resource Pack. Für die Mods, soweit ich weiß, weil da zu viel, also zu viel Gigabyte oder RAM, also zu viele Dateien sind, gibt es das glaube ich nicht zum Download mal ebenso in 2 Sekunden. Aber was die meisten Server dann haben, und das kenne ich von anderen Servern, von Adrundal bis, was weiß ich, die so mittelalterliche Sachen zum Beispiel gemacht haben, oder Westeroscraft zum Beispiel, die haben einen eigenen Launcher. Und wenn du den Launcher runterlädst, hast du praktisch die Mods, alle Mods, die dazugehören, in dem Moment installiert, wenn du den Launcher installierst. So wie bei Minecraft der Launcher, gibt es dann einen eigenen Launcher mit so eigenen Bildchen. Also das ist eigentlich die Grundlage, ist immer dieser Minecraft-Launcher. Der wird dann ein bisschen umfunktioniert und dann lädst du praktisch die Mods in dem Moment mit runter beziehungsweise installierst die mit. So kenne ich das. Das wäre jetzt so meine Antwort. Ob es das mittlerweile gibt, als Download, während, wie du geschrieben hast, also als Download, hey, bist du einverstanden, dass du die Mods... Ich meine, du musst mal überlegen, wie willst du eine Modliste von, sagen wir mal, 50 Mods oder so, da brauchst du ja mal eine Zeit, bis du die runterlädst, ja? Deswegen, also, ob es das gibt oder nicht, weiß ich nicht, mittlerweile wird es alles geben. Ob das aber spielerfreundlich ist, wiederum,
Möchte ich mal bezweifeln. Also ich glaube, für Leute mit einem guten PC, einer guten Leitung und allem, ja, könnte das sogar gehen. Also ich könnte das wahrscheinlich mitmachen. Aber wenn du jetzt einen schlechteren, älteren PC hast, wenn du jünger bist, nicht viel Geld hast und so und spielst einfach auf irgendeinem alten, ranzigen Laptop, dann wird das nicht funktionieren. Weil bis du das runtergeladen hast und dann spielen kannst, das macht, also so kenne ich das nicht. Also wie gesagt, Modpack auf dem Server installiert, Modpack zu Hause installieren und spielen und dann kannst du auf den Server, der das Modpack hat. Oder Launcher, also Server mit Launcher. Wenn du selber einen aufmachen willst, also praktisch einen Server aufmachen willst mit sowas, dann würde ich dir sagen, hey, guck mal nach jemandem, der so einen Launcher programmieren kann oder umprogrammieren, den gibt's auf GitHub oder sonst was. Kannst du dir so Launcher-Pakete runterladen, die sind dann fertig, dann musst du oben das Bild austauschen, dann musst du dies machen, jenes und dann hast du einen eigenen Launcher. Wir haben also selber auch mal einen gehabt, eine Zeit lang für We Are Craft, also das ist jetzt nicht Zauberei oder so, ne? Aber dann würde ich dir sagen, hey, such den Techniker, der sowas kann. Also ich habe einen, von daher, aber den leih ich dir nicht. Alles gut, kein Problem. Wenn ich was weiß, weiß ich das. Wenn ich nichts weiß, dann sage ich, hey, weiß ich nicht. Keine Ahnung von dem Kram. Und ja. Willst du denn selber einen Server machen, praktisch, der so funktioniert? Also mit Mods spielbar? Ist das so der Plan oder was dahinter? Dass du so ein bisschen... Okay, wir machen jetzt mal hier diese Dinger, weil das hilft uns ja nicht weiter hier sonst. Warte mal, ich mache mal Folgendes. Also wir brauchen 43 Stripped Birch Lock. Also das heißt, das sind, also Birke Lock sind die hier, ja? Und wir brauchen 43, das heißt, wir setzen die jetzt mal hier hin. Boah, Alter, ne? So eine Scheiße. So, das sind 2, 4, 5, 10. 20... ja, okay. Und 40. Und 1, 2 und 3. Dann haben wir doch schon, ne? Würde ich sagen. So. So, jetzt machen wir die mal alle eben fertig hier, die Dinger. Ja, mein Problem ist nur, dass ich glaube, dass es vielleicht für die Spieler zu umständlich ist, die Mods herunterzuladen. Ja, du musst den, also, ja, also, wenn du nicht ein Modpack auf deiner Homepage, also ich sag dir mal, wie es ging, also, ne, können andere Leute anders finden oder sagen oder wie auch immer. Also, du musst dieses Modpack, was du auf dem Server installiert hast, wenn das fertig ist und du das installierst auf dem Server, dann musst du das auf deiner Homepage anbieten zum Download. Und dann musst du denen dazu eine Erklärung machen. Also du musst denen schreiben, pass auf, lad das runter, öffne das oder öffne das nicht, also entsippe das oder was auch immer, ja. Stell in den Funktionen hier und da noch das und das ein, ja. Oder du könntest das vielleicht serverseitig noch machen, aber du musst denen eine Erklärung geben, wie sie das machen, weil sonst ist das nicht idiotensicher. Da muss immer alles idiotensicher sein. Wir haben auch so ein Traveler-Modpack bei uns im Forum. Da kann man sich runterladen bei Downloads und ja, du musst den Leuten schon erklären, was das soll, also sonst schnallen die dann nicht. Und ja, du hast recht, das wäre so, ich würde es nicht tun, es sei denn, du bist damit einverstanden, also du bist ein bisschen älter schon und bist damit einverstanden, die Leute, also die 4, 5 Leute, die mit dir spielen, nett sind und du eine schöne Zeit mit denen hast, ja, dann ist das toll. Aber erwarte nicht, dass da viele Leute irgendwie Bock drauf haben. Also einfach, weil denen dazu umständlich ist tatsächlich. Die Leute sind heute alle verwöhnt wie Dreck und die haben keinen Bock, 5 Meter zu laufen, ja, und so. Deswegen, also das, ja, das ist echt schwierig. Also mit diesen Mod-Servern, da musst du wirklich den Knaller fahren. Also dann muss er ein Knaller sein. Also dieses Spielprinzip, was du da fährst,
muss der Knaller sein. Also das muss was anderes sein, nochmal ein bisschen. Also das heißt, das muss, ne? Aber das sollte, glaube ich, so sein, weil Westeros Craft zum Beispiel, kannst du dir angucken, die haben Millionen Follower und die standen schon in sämtlichen Zeitschriften, die sind im Internet prämiert worden ohne Ende. Also weil die eben was richtig Abgefahrenes machen. Das ist so ähnlich wie dieser Herr der Ringe-Server und so, ja. Also da musst du schon richtig einen raushängen. Dann kannst du damit auch was. Ja, wenn du nur mit ein paar Leuten spielen willst, hey, deine Freunde oder sonst was, passt. Dann kannst du das so machen. Ansonsten würde ich einfach mal gucken, ob du nicht mit Plugins den Server versorgen kannst, die bestimmte Dinge mit ins Spiel reinbringen. Und eventuell einen guten Programmierer nimmst, der dir die Sub-IDs dafür klar macht. Dann kannst du denen die Grafik über das Texture Pack praktisch reinhauen. Also seid ihr damit einverstanden, auf unserem Server zu spielen und hier ladet ihr die Texturen, die brauchen wir. Dann machen die Klick und können spielen sofort. Das muss immer alles so instant sein, heute. Das war damals auch schon so, deswegen, ich kenne das auch, vor 10 Jahren war das auch schon so. Ja. Ne? Aber ich würde erstmal gucken, vielleicht von dem Konzept so ein bisschen abzuweichen in Richtung Plugins anstatt Mods. Klar, die ganzen Items und der ganze Kram geht dann baden. Das wirst du. Ja, deswegen gibt es das nirgendwo. Also es gibt keine Server, wo du drauf gehst und Pam's Harvest Craft hast oder so ein Kram, ja. Das ist leider schwierig, weil alles, was Minecraft nicht irgendwie mit drin hat. Wir lassen ihm mal sein Barrel, ne? Weil der arbeitet hier, glaube ich, ne? Ja, du bist der Arbeiter, ne? Du bist der Fisherman, ja, okay. Strings gegen Dings, ja, okay. Ich hab's verstanden. Ja, deswegen. Halleluja! Jo, hör mal, schönen Tag noch, schönes Wochenende schon mal, falls wir uns nicht mehr sehen. Und ja, pass auf dich auf, bleib gesund. Sag ich auch immer, ist ernst gemeint. Hört sich so ein bisschen abgedroschen an, aber bleib gesund. Das ist das Wichtigste. Und ja, vielen Dank für den Follow. Also, super nett von dir. Genau, vielen Dank für den Follow. So, jetzt haben wir hier das Gleiche nochmal. Auch nochmal mit Log. Das heißt, das würde ich jetzt direkt mal dahinterher schmeißen. Ne? Und das sind ja die anderen Dinger. Ja, komm, wir machen den hier jetzt, ne? 43, warte mal, 43. Wir haben gerade genau 43 gemacht, ne? Warte mal, die machen wir mal eben weg. Wir müssen mal eben da hoch. Wir müssen da hoch. Lass uns mal eben hier hoch, wieder zu unserer Kiste. Genau. Ah, da haben wir schon so viele Jahre mit verbracht mit dem Mist. Das ist so. Ich bin ja auch so einer, ne? Also hier, was der Tafo gerade gesagt hat, ne? Geschrieben hatte. Ich bin ja auch so ein Typ, ne? Ich habe meinen. Also der Technics weiß das. Wir sind jetzt seit über 10 Jahren miteinander unterwegs. Der macht seine Technik da wie vom Feinsten. Und der macht auch wirklich gute Sachen. Der weiß das auch eigentlich alles. Und ich bin halt so ein Typ, auch so ein Träumer, der dann sagt, ja, können wir das nicht so und so machen und können wir nicht hier und können wir nicht jenes und bla bla bla. Also ich wäre auch so, ja, ich möchte viel mehr Items haben, schon lange, ja. Mittlerweile haben wir ja zumindest mal in Minecraft ein paar Items dazugekriegt in den letzten Jahren. Aber das war ja, also diese Updates sind ja immer nur so, naja, ne. Und wir haben immer noch keine regenbogenfarbige oder sonstigen alle Farben an Holz, zum Beispiel immer noch nicht. Hätten wir vor 10 Jahren, haben sich alle schon gewünscht vor 10 Jahren. Also länger her als 10 Jahre mittlerweile. Na? Ich bin halt auch so ein Träumer und ja, dann werde ich immer auf den Boden der Tatsachen geholt und dann wird mir gesagt, nein, das geht ja nicht. Na, so, jo, funktioniert das nicht. Na, also, ja. Wir sollten mal uns überlegen, so langsam müssen wir uns mal ein paar Gedanken machen, wie wir. Hm.
wir sollten uns mal ein paar Gedanken machen, wie wir hier vorgehen. Weil, guck mal, ich häufe hier jede Menge Zeug an und ja, das ist okay. Also ich, das kann man machen, aber man muss das nicht, weil wir müssen das ja irgendwann wieder loswerden. Ja, ja, du mich auch. Wir müssen den Kram ja irgendwann mal wieder loswerden, ne? Ich meine, dieses Häuschen hier und das Häuschen und so, das ist ja alles, ne, ganz nett, nur wir gehen ja wieder. Also ich finde das schön hier in dem Dorf, ne? Also Häuschen und Häuschen heißt ja Dorf. Wie kommt ihr denn jetzt da oben hoch? Sind die über den Baum da hingekommen, ja, ne? Wahrscheinlich. War ein paar Idioten, ne? Okay, also wir brauchen jetzt wieder 43 von diesen Lockdingern. Das heißt, wir haben ja genügend. Ich mache jetzt erst nochmal die dazu. Und dann sehen wir weiter. So. Jo, jetzt aber mal wieder zurück. Ich habe mich schon wieder ablenken lassen. Jackie noch da wahrscheinlich? Ja, bist bestimmt noch da. Dann musst du dich wahrscheinlich gleich schon fertig machen, ne? Und dann irgendwann, wann haut denn ihr ab? Um 5 oder was? Nee, ist zu spät, ne? Wenn ihr die Reise da machen müsst. Dann muss man wahrscheinlich ein bisschen früher los. Alter, ne? Dieser Quatsch hier, ne? Was ist denn das für eine Dr. Chivago-Musik hier im Hintergrund überhaupt? Warte mal, ich muss mal eben hier, ich muss da mal eben regeln hier. Moment, 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 ne? So nicht. So, das hier kann weg. Und dann können wir eigentlich alles hier wieder einsacken. So, zack, zack, zack. Griechische Dr. Chivago-Musik. So würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Okay, wir brauchen 43 von den Dingern wieder. Ja, okay. Dann machen wir das hier wieder genau an derselben Stelle. Also, pass auf. Fünf. Zehn. 20. 30, 40 und 1, 2, 3, 43. So, jetzt machen wir erstmal Schläfchen eben kurz, weil wir es können. So, ach ja, oh, jetzt langsam kriege ich Hunger. Was ist nicht, was los ist heute. Irgendwie habe ich vorhin schon gedacht, so, hallo, du, willst du mein Bett haben? Nein, ich will nichts von dir, Junge, hau ab. Okay, wir strippen die jetzt mal eben hier, die Dinger. Strip, 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 strip. So, dann das hier. Und die Seite auch noch. Da ist der Goli jetzt weg. So, dann haben wir das doch schon. Komm, 43. Ich mach mal eben hier diesen Kram hier. Auf die Seite. Und dann müssen wir uns sofort neue Äxte machen. Glaube ich. Jo, dann machen wir mal eben. Warte mal. Ich wusste es. Alter, was ist denn das für eine schwurfige Musik hier? Also, das war mal vor Jahren, als ich mit der Playlist da angefangen habe, ne? Die ist ja free to play. Und da war das mal so eher so Hip-Hop-lastig irgendwie, ne? Also Hip-Hop Chill-Out-Mucke oder so. Und mittlerweile ist das eher so 4 Uhr nachts immer. Also das ist immer 4 Uhr nachts in irgendeiner Bar in New York City oder so. Und irgendwie
hängen alle nur noch so rum, der Typ am Klavier. Ey, geh weg, ich will nicht, dass... Alter. Hau ab. Ich schlag dich nicht. Wir haben uns schon mal geprügelt. Du hast mich mit zwei Schlägen weggestrikt, Alter. Schwachkopf. Oh, 43. Wo sind sie? Da sind sie. Zack, 43. 758 Chunks sind geöffnet. So, das heißt, wir machen jetzt hier erstmal ein bisschen Licht hin. Dann machen wir hier unten ein bisschen Licht. Und dann gehen wir mal in dieses Häuschen hinein. Warte mal. So. Nein. Nein. Wir gehen nicht ins Haus hinein. Oh, no way. Ich kann uns jetzt kaputt machen, ja, aber... Ach, fuck, ey. 44. Warte mal. Da ist er. Hallo. Hallo, Junge. Oh, das tut mir auch so leid. Das tut mir wirklich so leid, ne? Ich guck nicht mal, was du im Angebot hast, sondern ich will nur eins, deine Leinen. So, weil dann kann ich nämlich nachher jemanden mitnehmen, den ich sehr mag. Hallo. Huch, war da was? Nee, ne? Ich habe nichts gesehen gerade. Also ich wüsste jetzt nicht, was hier war. War da was? Nee. Was? Da war ein Händler? Nee. Echt? War da ein Händler? Hab ich nicht gemerkt. Sorry. Da war ich unaufmerksam. Wirklich. Also keine Ahnung. Keinen Händler gesehen. Mit zwei Lamas, wie immer. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich will aber wenigstens gucken. Warte mal, lass mich wenigstens eben gucken. Oh Mensch. Lass mich doch wenigstens eben gucken hier. Warte, komm. Ich muss eben gucken. Ich bin ein Spanner. Oh, da ist eine Kiste. Da ist eine Kiste drin. Und hier in diesen Chunk werden wir nicht rankommen, mal eben so. Weil wir brauchen dazu, wie viel? 40? 40 so Dinger. Okay. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Oh yeah, funky. Guck mal. Emeralds. Richtig viele. Kiste darfst du behalten. Ich tue auch gleich den Klotz hier wieder hin. Junge. Verrückte Junge. Ne? Das Bett würde ich aber gerne haben. Wenn ich das jetzt aber zerstöre. Nee, warte mal. Das machen wir anders. Warte mal. Moment. Hier kriege ich das. Warte mal. Wenn ich hier jetzt hingehe und das nehme. Ach, fuck. So. Dann den. Warte, Moment. So. Da merkt keiner. Guck mal, ich tu nichts. Ascheloche. So, und weil das so schön war, können wir ja oben. Nee, warte mal, wo gehen wir denn hoch? Weil oben ist. Der hat eine Treppe vorne noch. Warte mal, der hat eine Treppe. Okay. Ich guck mal eben. Warte. Ah, fuck. Ich sehe nix, ne? Ach, er ist so ein Librarian-Typ eigentlich. Ah, okay, warte mal. Noch eine Kiste da stehen. Ich sehe das hier nicht, verdammt. Warte mal, ich muss noch mal eben gucken. Hey. Ach so, den Knopf brauchen wir nicht. Ach so, den müssen wir gleich wieder ansetzen. Aber warte mal, Moment. Oh no, 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 no. Warte mal. Ich würde die Äpfel gerne behalten. Warte mal. Dann mache ich das anders. Dann schmeiße ich das Ding mal hier hin. So, und dann nehmen wir die Äpfel. Ah, die können wir jetzt nicht nehmen. Hallo? Apfel? Oh, Scheiße. Okay, dann müssen wir noch einen machen. Warte mal. So. Jetzt kommt erst der halbe. Warte mal, ich repariere Haus. Ich repariere Haus. So, erstmal den. Dann kommt hier zweimal weiß hin. Also White Concrete oder was das ist. So, ne? So kam hier hin. Dann kam der und der hier hin. Dann war hier oben. Warte mal.
Hier oben war dieses Ding. Und da oben war, was war denn da? Der hier, ne? So, ne? Ich glaube schon. Ist das so? Ja, ne? Oh yeah. Und da war noch eine... Ja, komm. So. Kriegt er noch eine komische Kerze dahin? Ach, hier war auch keine. Na ja, gut, dann hat er jetzt eine mehr. Gut. Wunderschön. Wir brauchen also hier mit dem Haus uns nicht weiter beschäftigen. Und können noch hier diesen Chunk hier, hätte ich gerne. Weil er hat eine Kiste. Wir kommen, glaube ich, aber nicht dahin, ne? Ich glaube nicht, dass wir dahin kommen. Warte mal, ich muss eben gucken. Wood. Jetzt haben wir Stripped Wood. Das ist natürlich jetzt wieder was ganz anderes, ne, ihr Lieben. Also, wir müssen erstmal hoch zu unserer Kiste, die voll überfüllt ist mittlerweile. So. Können wir mal hüpfen? Ja, wir können hüpfen, ne? Ja, wir können hüpfen. Das ist gut. Das ist sehr, sehr gut. So, hier haben wir nichts, was wir brauchen können, ne? Das ist die Hütte. Welche Hütte ist denn das hier eigentlich? Ach, hier unten sitzen auch noch welche im Nichts. Armen Kerle, guck mal. Wo seid ihr? Ach, hier seid ihr. Ja, guck mal. Ja, guck mal an. Was der Onkel alles kann für euch, ne? Komm, raus da aus der Ecke. Wachkopf. Warte mal. Mach mal hier eben ein bisschen Licht. So, jetzt könnt ihr, warte mal. Jetzt könnt ihr hier wieder hoch, guck mal. Und dann könnt ihr wieder leben. Lebt. Lebt. Hier ist nix, gut, okay. Ja, okay, den muss ich irgendwann nochmal machen, den Chunk. Müssen wir nicht mitnehmen, nein, müssen wir nicht mitnehmen. So, also, jetzt füllt sich das hier aber langsam. Wir haben noch keine... Ha. Äpfel haben wir hier. Oh, 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 ich sag's euch. Jetzt wird es voll. Scheiße. Das hilft uns nicht weiter, ne? Es hilft uns alles nichts. Wir haben keine Möglichkeit. Das war's. Okay. Also, nächste. Das hilft nichts. Die Lead kommt hier hin. Die Dinger kommen hier rein. Das kommt dahin. Die Stiggies können wir mal hier reinmachen. Das Brot können wir auf Vorrat machen. Hallo, Schwachkopf. Kisten passen hier nicht mehr rein. Boah, ey. Ich weiß nicht, wie wir das alles ohne Rucksack mitnehmen sollen. Haben wir Rucksäcke mittlerweile? Habe ich hier Rucksäcke reingetan, Mann? Ich weiß nicht, habe ich hier Rucksäcke reingetan? Oh Mann. Habe ich hier Rucksäcke reingetan wenigstens mittlerweile? Wollte ich mir das Leben hier vielleicht ein bisschen einfacher machen oder so? Kann das vielleicht sein? Ist das möglich? Nein, ne? Oh Mann, ey. Scheiße, ey. Ich glaube nicht, dass ich hier... Oh, ich hab mich selber wieder... Ich habe wieder so getan, als wenn... Oh, du musst das so durchziehen. Du darfst hier dir die Zeit nicht verschönern. Du darfst es dir nicht einfacher machen, nein. Scheiße. Oder habe ich die reingetan? Ich habe einen Todesstein reingetan, das weiß ich. So ein Graveyard-Ding. Den haben wir auch schon zweimal benutzt, ne? Nachdem ich zweimal gestorben bin. Das letzte Mal, wo der Goli uns geschlagen hat. Boah, haben wir hier Backpacks drin? Hallo. Na du? Bonito. Möchte ich dich klicken? Ja, möchte ich. Du bist der tolle Typ, ne? Du magst mich. Du gehst auch mit. Ich nehme dich einfach mit. Ich kauf gleich irgendwann. Ich
ich kaufe gleich irgendwann irgendwas von dir und dann mit Papier und dann gehst du mit, weil du bist ein cooler Deal. Ein Papier-Deal-Typ haben wir nämlich noch nicht. Und dann gehst du einfach mit. Ich hoffe, dass das funktioniert, dass ich dich mitnehmen kann. Werden wir sehen. Gucken wir mal. So. Was wollte ich denn jetzt machen? Da unten diese rechts dieses Ding noch freimachen, ne? Wir brauchen noch ein bisschen Zeug, ne? Warte mal. Da sind noch ganz viele so Dinger. So. Also Zeugs heißt jetzt gerade in dem Fall heißt es für mich Birke, Holz. Ja, Zeugs ist nur, Zeugs ist alles. Das ist das, was ihr hier auf meinem Kanal auch kriegt in einer Stunde oder was weiß ich da, Zeugs sammeln. Weil ich habe keine Lust hier irgendwie, ja, weiß ich auch nicht, was hatten wir vorhin? Nein, ich will jetzt den Nilsson auch nicht schlecht machen mit seinen Bananas. Das ist schon, aber ich will jetzt nicht meine Kanalpunkte Bananas nennen oder irgendeinen Schrott, ja, oder irgendeinen Quatsch erfinden, ja, um irgendwie was, nee, habe ich nicht. Hier gibt es, oder Clubtaler oder, ne, also das ist so, ja, weiß ich auch nicht. Für ihn passt halt hier der Nilsson. Ich weiß nicht, ob man den kennt überhaupt, aber also viele werden den kennen. Ein super netter Typ, der immer so Informationsvideos auf YouTube macht über Bereich Streaming und Geräte und alles Mögliche. Der ist wirklich ein super netter Kerl. Also wirklich, der ist top. Also ich mag den total. Und bei ihm passt das irgendwie. Der hat sich gedacht, na, nenne ich die halt blöden Bananas. Ja, okay, hast du gemacht, alles klar. Ja, aber für mich kommt sowas nicht in Frage. Den lassen wir mal, den finde ich irgendwie cool. Genau. Für mich kommt sowas nicht in Frage. Das passt einfach nicht zu mir. Und wenn ich irgendwas wüsste, wir sind auch nicht die Igel-Gruppe oder... ich weiß, Leute, sorry. Wir sind auch nicht... Ich mache die Leute alle fertig. Das ist dumm. Aber mich interessiert das nicht, was andere dazu sagen wiederum. Mir ist das egal, weil jeder soll das so machen und wenn, ne, Herr Funk, sorry, ich mag dich schon immer. Herr Funk, du bist ein sehr netter, ich weiß, dass du Max heißt. Du bist ein sehr, sehr netter und wenn deine Leute Möpse heißen, dann hat das eine super Geschichte, glaube ich, die ich nicht mal mitgekriegt habe, tatsächlich. Aber für mich passt sowas einfach nicht. Ich bin nicht so ein Typ, der sein... Ich hab nix. Wir sind nicht zusammen irgendeine Geschichte. Und wenn das kommt irgendwann, also wenn irgendwann hier auf dem Kanal das entsteht, wir sind jetzt erstmal Clubmitglieder in unserem Clubhaus. Ja? Also ich schließe ja auch das Clubhaus jeden Tag auf und dann können alle reinkommen und so. Das finde ich auch okay, nachvollziehbar, weil, hey, wir sind hier irgend so ein Club und da gibt es Zeugs, weil nicht definiert. Noch nicht definiert. Ja, und ich will keine Burger, keine Kekse. Klar könnte ich vom Server her, also ich habe immer, also ich war immer der Cookie Master auf dem Server, weil ich immer durch die Gegend geflogen bin, also als Owner halt, ne, muss ja irgendwie ständig irgendwie gucken und alles Mögliche machen an Support und so. Und ich habe überall immer Kekse verteilt an die Leute. Und die haben sich natürlich gerade im Beginner-Game, also am Anfang, tierisch gefreut, weil Kekse, ey, gutes Essen, ne? Und... Ich hätte hier die Kekse auch wieder nehmen. Aber wem will ich das erklären? Leute, die hier dazukommen bei Twitch, das hat ja mit unserem Server oder mit Minecraft erstmal gar nichts zu tun. Ja, also wem soll ich das erklären? Ja, ich war mal damals hier und da und dann der Cookie Master, hahaha. Ja, dann sagen die, Alter, du bist für mich irgendein Typ und jetzt gucken wir mal, ob du nett bist oder nicht. Aber du bist nicht Cookie Master, ja, oder sonst was. Und wenn das irgendwann kommt, dann werden wir das umbenennen hier alles. Also wenn irgendwann mal der Tag kommt, wo wir uns stundenlang kaputt lachen über irgendwas immer wieder, weil ich so ein Idiot bin, so ein Vollpfosten, so ein Honk. Und dieses Noob-Treffen, was wir hier machen, also dieses noobige Treffen, was wir hier jeden Tag veranstalten oder an vielen Tagen, wenn das mal irgendwann einen Namen kriegen soll, dann kriegt das einen Namen, ja, habe ich gar kein Problem mit. Aber dann muss das irgendwie aus der Geschichte raus entstehen, ja. Und da sich die Community, sagen wir mal, jetzt erst so ein bisschen sammelt, ja, warten wir einfach ab, ne. Wir haben ja Zeit. Und ich sehe das auch nicht so als schlimm an, also
Ich finde das jetzt nicht schlimm, dass ich jetzt nicht irgendeine Identität auf Twitch kreiert habe, die alle übernehmen können und sich dann zugehörig fühlen. Weiß ich nicht, kann ich nichts mit anfangen. Also das ist für mich so, wir haben halt Zeugs, was man kriegt, dafür, das kann man eintauschen, das Zeugs. Ja. Und ansonsten sind wir hier ein netter Club mit ein paar Leuten auf Twitch, die vorzugsweise mir bei irgendeinem Scheiß zugucken. Ja, und vielleicht mache ich auch irgendwann nochmal andere Sachen. Wie gesagt, habe ich ja schon mal öfters gesagt, also dieses mit dem Gaming, also mit diesem Test, das wollte ich ja nur ein bisschen vernünftig verpacken und wollte dann ein bisschen anders machen, als es das schon gibt auf Twitch. Ja, so von wegen, wir testen Spiele. Ja, okay, gib tausendmal. Ja, wir machen das halt ein bisschen anders, deswegen. Und irgendwann kommt bestimmt auch irgend so ein React-Kram, weil irgendwann setze ich mich auch gerne mal abends 2 Stunden hin und laber irgendeinen Scheiß zu dem, was andere machen. Und da ich das sowieso immer mache, Scheiße labern, also ich tue ja hier nichts anderes die ganze Zeit. Ach, schon wieder? Fuck. Kommt das ja ganz gut aus, ne, bei mir, also. Und so Reacts, also es gibt schon Sachen, da bin ich ganz ehrlich, da würde ich schon gerne mal meinen Senf dazu geben. Also gerade jetzt so, wir haben so viele Themen, die so nebenbei immer laufen und wo alle möglichen Leute sich drüber auslassen. Das war jetzt die letzten Monate, also nur mal ein paar Themen. Also das war hier diese Shoyoka-Tante. Die wurde ja durchgereicht. Ja, das war ja so ein Wanderpokal sozusagen für alle diese Möchtegern-Reporter auf YouTube, die sich selbst dazu berufen haben, irgendwie die Instanz zu sein in unser aller Leben, Urteile abzugeben über diesen und jenen, also über alles. Und keiner kann die antasten. Ja, die dürfen das immer machen und sagen, wie sie wollen. Und wie ein Reporter aufbereiten und mit Sachen belegen, sind sie Reporter sozusagen, ja. Und da gab es ja so viele Themen, ja, also Pocher, wie gesagt, Shoyoka heißt die, glaube ich, die Ische, ne? Also nicht Disrespect, also ich habe keine Ahnung, wer auf der richtigen Seite ist. Ich glaube, das ist, also beides Bullshit, ja, also ich glaube, die sitzen alle auf der falschen Fährte irgendwie, also sind auf der falschen Fährte. Sowohl der eine Club, der sich anmaßt, das beurteilen zu können, als auch der Club, der, naja, das Thema geworden ist, ja. Und es gibt schon so ein paar Momente, gab es in den letzten Monaten, Wochen, wo ich gerne nochmal auch im Positiven einfach was beizutragen hätte, gehabt hätte. Ne, wenn der Schlumpf irgendwie seinen Kommentar da abgibt und da sein Reporter, ich bin ein Reporter-Spielchen macht. Aber das ist halt heute so. Die Leute haben halt irgendwie, naja, eine andere Vorstellung scheinbar von Journalismus. Und da bin ich jetzt schon echt nett, wenn ich das noch als Journalismus bezeichne, weil das ist einfach nur, naja, Geldmacherei für jemanden alleine, was vollkommen in Ordnung ist. Ja, also ich habe nichts gegen Geld machen oder alleine sein. Aber naja, mit Journalismus hat das ja nichts zu tun in dem Sinne, ja, nur weil man ja jetzt mal, also ich meine, lernte man früher auf dem Gymnasium, wenn man angefangen hat, selbst auf der Realschule hat man das gelernt, wenn man irgendwie ein Argument irgendwo aufführt, sollte man es belegen mit Sachen und dann ist das gut, ja, das hat mit Journalismus nichts zu tun, das ist heute nur dazu verkommen, zu diesem Kram. Das ist so Basics, absolute Basics, Sachen, die jeder wissen sollte. Wenn er irgendwas macht, sollte er erstmal ein bisschen Recherche betreiben. Das ist aber eher so, für mich ist das so Grundschule, letztes Schuljahr Grundschule, so 5. Schuljahr Gymnasium. Da lernt man das, ja. Also schreiben eine Abhandlung darüber, ein Referat oder sonst was. Ja, das ist aber nichts, wo ich jetzt mich dann irgendwie vor Tausende von Leuten setze und dann irgendwie so tue, als ob das jetzt was mit Journalismus zu tun hätte, ja. Ich meine, das ist pfleglich. Also wie gesagt, also nichts dagegen. Ich finde, gerade, da habe ich auch schon mal vor ein paar Wochen gesagt, der Rezzo ist einer der nettesten, glaube ich, wirklich
Ich habe auch schon mal ein paar Sachen über ihn gelesen, tatsächlich. Ich glaube, wir würden uns sehr, sehr gut verstehen, wir beiden. Also ich denke, wir würden schon sehr warm werden miteinander. Also und nicht homo-warm, sondern warm miteinander werden im übertragenen Sinne. Weil ich glaube, er ist ein sehr, sehr netter Kerl. Aber ja, diese Art von, wie gesagt, Journalismus, den die allgemein alle auf YouTube da mittlerweile betreiben, wo jeder sich dann auch eben kürt als Journalist sozusagen, nur weil er ein paar Argumente hintereinander gereiht kriegt, das ist so, wow, hast du aber gut gemacht, ne? So, naja. Vielleicht, jetzt komme ich mal zurück, vielleicht werde ich irgendwann mal hingehen und wirklich so ein Format anbieten. Das war Strip Birchwood 43. Das kann man mal machen. Vielleicht machen wir irgendwann mal so ein Format, wo ich mich hinsetze und dann mal meinen Senf dazu gebe zu diesem ganzen Ding, weil ich da doch noch mal eine ganz andere Sichtweise habe. Weil ich eben ein paar Jährchen älter bin. Das hat manchmal Vorteile, manchmal Nachteile. Aber das ist im Leben immer so, hatten wir vorhin noch zu einem anderen Thema. Ich habe noch mal eine andere Sichtweise mitzubringen, weil mir ist das egal, ob die Leute mich flattern öffentlich oder nicht. Also sonst würde ich das hier nicht machen. Also wenn ich nicht wüsste, ich kann das ab, dass die Leute mich vielleicht mal durchflattern, ja, oder so, dann sollte ich das sein lassen, ja. Und ich kann manchmal auch einfach gut damit umgehen, das erstmal so im Raum stehen zu lassen, wenn es sich nicht lohnt, sich mit diesen, also wenn die Leute so dumm sind, die mich dann irgendwie vorführen wollen oder meinen, sie hätten irgendwas gefunden. Wenn die Leute so primitiv und so dumm sind, ja, dass ich mir das erspare, dann erspare ich mir das. Das sind 40, 1, 2, 3, 4. Der Zeitpunkt war einfach zum Beispiel, also das letzte Mal, als mir das passiert ist, das ist jetzt ein paar Monate her, da war der Zeitpunkt einfach nicht der richtige für mich, ja. Sonst, ich interessiere mich einen Scheißdreck dafür, was irgendjemand über mich denkt oder sagt oder was auch immer. Und ein guter Shitstorm, der irgendwo entsteht, der entsteht durch zwei Seiten. Nämlich einmal diejenigen, die sich als Klüppchen, als Club zusammenpacken, als Bubble, ja, so wie diese, wie auch immer, ja, so als Bubble zusammenpumpen und dann meinen, sie können, weil sie viele sind und wenn du ein paar hundert Leute am Start hast, ja, die denselben Bullshit labern wie du selber, ja, dann kann das schon mal ordentlich Druck machen bei den jüngeren Menschen, ja. Also mir geht das am Arsch vorbei, ja, also ernsthaft. Und da wäre es vielleicht ganz gut, wenn ich solches Format irgendwann auch mal bedienen würde. Mal gucken, vielleicht, ne, im Moment bin ich sehr zufrieden mit dem, was ich mache. Also ich finde mein Programm mit den Let's Plays auf YouTube regelmäßig, jeden Tag und jeden zweiten und bla bla bla. Na, also jeden Tag kommt bei mir Content und ich streame zu bestimmten Zeiten bestimmte Dinge. Ich liebe Minecraft, deswegen ist Minecraft oben. Ich mache einmal in der Woche so ein bisschen dieses Spiele-Testen, so auf eine andere Art und Weise. Also wirklich so, ja, so Trash-Testen praktisch ist das ja schon fast, ne? Also das ist ja, obwohl es ja jetzt gar kein Trash war. Also die Spiele, die wir jetzt hatten, die waren so mega geil. Also wirklich, 759 Chunks. Also wir haben so ein Glück gehabt. Wir haben ein Scheißspiel, dieses Blue, Beyond Blue oder wie das hieß, dieses Taucherspiel. Das war echt scheiße, also richtig scheiße. Ne? Aber alles andere, boah. Wir haben so tolle Spiele jetzt mittlerweile dabei gehabt. Also, holla die Waldfee, sag ich da nur. 44 Fische, ach ja Gott, ne? Kriegt man ja fast geschenkt hier bei euch. So. 44 Fische, Alter. Was stimmt mit euch nicht? Wie soll ich denn 44 Fische hier? Wo soll ich die herkriegen? Ne? Nein, dieses Format, was ich jetzt im Moment, wie gesagt, da mache, ist so Spiele testen, aber eben durch Community, also ne, gegebene Spiele und nicht teurer als 1 Euro. Das ist schon mal, das engt die Sache ein bisschen ein und kann eben dann auch mal passieren. Ah, tolle Kiste, geile Kiste hier, Alter. Guck mal. Boah, wer hat schon mal so eine Kiste aufgemacht mit 3 Flint? Boah, jetzt kann ich mich zur Ruhe setzen hier. Ne?
Also hier, ne, das kann schon Trash sein, ja, für unter einem Euro. Das kann Trash sein. Und da halt mal eine Stunde Trash spielen und lachen dabei oder auch nicht lachen, einfach ein gutes Spiel haben, so wie gestern Abend. Das war auch wirklich klasse, obwohl das nicht meins war, aber ein tolles Spiel, dieses Infinitechno, wie hieß das? Ich weiß es nicht mehr. Infinitechno-Town-Dings da, ich weiß nicht. Infini Factory, so hieß er, glaube ich. Ne, tolles Spiel. Also wirklich, wenn man drauf steht, auf diesen Mist, perfekt. Ja, und solche Sachen finde ich gut. Ich spiele zweimal in der Woche, spiele ich mit dem Herrn Technics zusammen. Einmal samstags unseren Minecraft Samstag. Den machen wir normal immer auf dem Server bei uns, schon immer. Ja, und machen da so ein bisschen, ja, Serverkram. Im Moment machen wir aber Modpack. Also auch dieses Modpack mit dem Chunklock, aber dann eben als Multiplayer, ne? Also nicht als einfacher Singleplayer-Ding und so, ne? Genau. So, ihr Lieben, jetzt würde ich sagen, können wir noch Folgendes machen. Also wo ich ja jetzt Bock drauf habe, ne? Also wir machen jetzt mal Folgendes. Also, ihr kriegt hier, du kriegst hier so eine neue. Weil ich will die Dinger mitnehmen. Die nehmen wir nämlich jetzt mit. Ich hab voll Bock drauf. Weil wir werden uns drüben mal drum kümmern, dass wir ein Haus kriegen. Irgendwann, demnächst, jetzt. Ne, so. Und für ein Haus, für ein schönes Häuschen, braucht man sowieso ein bisschen Licht. Und ich möchte schöne Lampen haben. Und die haben wir jetzt hier. Also, das heißt, Alter, was soll denn das? Warum müssen diese Typen immer einem in den Weg hüpfen? Warum ist das? Das ist irgendein innerer Zwang, glaube ich, bei denen, ne? Wie viele haben wir denn jetzt? 5? Ja gut, okay, ich weiß nicht, wie viele es sein müssten, aber wir gehen jetzt nochmal hier runter, weil hier war nämlich auch noch ein Kopf. Da, guck mal, hier. Ich nehme den mal mit Silk Touch. Boah, wie weit fliegt der denn? So. Dann hier einmal dieses. Dann machen wir hier den, warte, so. Und dann haben wir hier nämlich alles gemacht. Genau. Ich finde dieses Programm, weil ich jetzt im Moment so am Laufen habe, finde ich echt total stimmig für mich. Also wirklich stimmig. Und da muss ich jetzt auch nichts großartig dran basteln, weil, ja, it is wie it is, dann nehmen wir auch mit. So, einmal den. Und kann aber auch wirklich sein, dass ich irgendwann sage, okay, jetzt müsste mal wieder was anderes kommen, sozusagen. Also jetzt muss ich mal wieder ein bisschen was anderes mit reinbringen oder so. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ne? Aber dann werden wir das machen. Ich glaube, wir machen mal hier eine drauf. Ne? So. Genau. Und so ein Format halt mit Reacts. Ne? Das ist schon, ist ein cooles Format. Ja, und wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, ja gut, dann ist das so. Dann können wir uns ein bisschen kloppen und dann ist das wieder gut. Sind wir wieder Freunde nachher, ne? Das passt schon, finde ich. Also, gutes Format eigentlich, finde ich. Also, ich kann verstehen, warum die Leute das alle auch zelebrieren, ja, weil das ist ein gutes Format. Fakt ist das. Na, und das bringt halt für dich selber, klar, Ruhe rein. Na, also, das ist so, ja, du musst halt nur da sitzen und ein bisschen dummes Zeug quatschen. Oh, das wollte ich nicht. Wie komme ich jetzt hier oben an den Kram? Oh, warte mal, Moment. Also das ist vor allen Dingen für die Streamer, die jetzt wirklich stundenlang, also, ne, also ein hartes Wochenprogramm hinlegen, ist halt natürlich mal ganz angenehm. Was gehört denn da hin? Eine Treppe? Nee, ne? Hier so ein halber, ne? Oder? Hä? Wieso geht das nicht? Ach so, da ist so ein Ding. Ah, da ist so ein Schild ist davor. Ja, okay, dann brauche ich ja jetzt mehr keine Gedanken machen darüber. Warte mal. So.
Nee, wie gesagt, das ist ja für Leute, die jetzt viel streamen, also einen harten Plan haben da, Wochenplan, für die ist das natürlich schon mal eine Erleichterung, wenn die nicht ran müssen, sozusagen. Okay, Glocker haben wir bei uns, die brauchen wir denen nicht klauen. Kerzen finde ich ganz gut. Ne? Die nehmen wir natürlich mit. Haben wir. Gut, okay, ich wollte gerade sagen. So, machen wir das mal so. Hier ist, boah, nix soweit. Da kommen wir noch nicht rein. Das lassen wir mal, wie es ist. Ich mache hier noch mal ein bisschen Licht dabei, ne? Ja, so. Okay, dann machen wir mal eben hier den Tausch mit diesem. Und gehen mal eben schlafen. Nee, aber habe ich schon öfters überlegt, das mal zu machen. Ich muss nur noch den Einstiegspunkt irgendwann finden. Den habe ich jetzt einfach noch nicht. Also ich, ja, ich könnte, aber ja, ist jetzt nicht so, dass das ein Muss ist. Wenn der Tag kommt und mich irgendwann irgendwas von den Sachen, die ich dann höre bei irgendwem, so annervt, dass ich meine, ich müsste meinen Senf dazugeben, dann werdet ihr das merken. So, machen wir ein bisschen Licht dahin. Da kommen wir noch nicht dran. Okay, dann fangen wir hier. Da müssen wir ja sowieso hoch. Okay, dann fangen wir hier an. Warte, hier geht's weiter. So, das ist schön. Dann machen wir das hier mal. Hallo, ich komme mal eben hier rein und mache mal eben ein bisschen Umgestaltung. Ist aber nicht böse gemeint, ne? Also nicht sauer sein. So, jetzt gucken wir mal eben hier vorne. Hier ist nichts mehr. Das können wir irgendwann mal aufmachen, müssen wir aber nicht. Der hat hier, sag schnell, da, das hier noch. Was haben wir denn hier für einen Schrott? Irgendwas, was wir wegwerfen können. Warte mal. Flints. Hallo. Lampe. Hier ist der Eingang. Dann machen wir da eine Lampe hin. Ja, ja, ja. Ich nehme dir nur die Lampe weg. Ich klaue deine Lampe. So. Ich klaue deine Lampe. Das ist alles, was ich tue. Okay. Und die Musik setzt ein. Ich glaube, hier sind keine Bienen drin. Ich glaube, wir können den so mitnehmen. Weil hier wächst nichts. Lass uns den Korb mal mitnehmen. Den Bienenkorb. Bienenkorb. Ach komm. Ist doch nicht dein Ernst, oder? Wo kommst denn du jetzt her? Du kannst hier gar nicht sein eigentlich irgendwo. Nein. Wir brauchen diese komischen Dinger hier. Weg damit. Weg damit. So. Wir haben hier sonst nichts mehr, ne? Hallo. Hey, Chicken. Na, alles klar. Ich muss mal. Ich wollte mich gerade mit dem Chicken unter. Das Chicken mag mich nicht. Aber das ist ja eigentlich gut, wenn der Chicken einen nicht mag, ist immer gut. Ach ja, so, der Brunnen und sein Kind. Da müssen wir mal eben kurz rein. Also nicht in den Brunnen rein, aber hier in dieses Ding, weil die Dinger sitzen ja immer voll mit den mit dem Wasser. Deswegen macht er hier auch so einen Punk. Haben wir da irgendwie? Nee. Haben wir hier da drin? Nee, in den Brunnen sind keine Kisten, ne? Warte mal, ich muss mal eben. Nein, brauchen wir jetzt nicht mehr. Wir machen das mal anders. Hallo. Du bist die Lampe, die ich will. Du bist so schön. Und so cool. Und du bist auch ein cooler Dude. So. Du bist eigentlich derjenige, der mit will, ne? Ja, du bist der Typ, ja. Du bist der geile Typ. Der 24 Papier, Junge. Das ist Geilomato. Ich sage dir. Aber sowas von.
Wo? 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 Da! Einen kriegst du noch mit. Wo kommen die her? Kommen die hier unten aus diesem Ding raus oder was? Hey, Wurschi! Hallo! Hallo! Miau! Okay. Ich denke mal, du bist tot. Er ist wahrscheinlich ein bisschen gestorben. Ich würde sagen, er ist ein bisschen gestorben. Also ein kleines bisschen. Also, ein kleines bisschen gestorben. Ich weiß zwar nicht, wie man ein bisschen stirbt, aber ich glaube, er ist ein bisschen nur gestorben. So, jetzt packen wir unsere Sachen und ich bin mir sicher, dass ich hier keine... Ich glaube nicht, dass ich das gemacht habe, oder? Soll ich jetzt nachgucken? Habe ich Backpacks hier reingepackt? Sollte ich die Backpacks mal hier reinpacken? Ihr könnt ja mal abstimmen unterm Video. Ihr könnt ja einen Kommentar da lassen, ob ich das Spiel versauen soll, indem ich jetzt hier irgendwelche Sachen einfüge, die eigentlich nicht drin sind. Soll ich das Spiel kaputt machen? Und wir müssen uns sowieso tatsächlich mal, warte mal, das müssen wir mitnehmen. Wir müssen uns sowieso mal überlegen, wie wir da weitermachen, weil wir haben jetzt zweimal Chunklock am Laufen. Das muss ja nicht sein eigentlich, ne? Also zweimal Chunklock, einmal mit dem Herrn Technics zusammen. Am Samstag immer haben wir Chunklock Multiplayer und ich spiele hier auch Chunklock. Also ich kann das weitermachen und ich will das auch eigentlich weitermachen, aber die Frage ist halt, sollte ich mal auf ein Modpack wieder switchen, den Traveler weitermachen? Haben wir ja auch noch am Start. Ne, das ist jetzt so eine Frage. Müssen wir mal gucken. Okay, das sind Planks. 760 Chunks geöffnet. Open. Licht. 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 So, ich glaube, hier kommt unser Weg an, ne? Ja, okay. Dann gehen wir mal hier rüber. Und dann sind wir nämlich hier oben. Und dann können wir nämlich unsere Kiste mal... Ich guck jetzt mal eben, was drin ist. Ich guck mal eben nach, was drin ist. Weil das lässt mir jetzt keine Ruhe. Also... Gucken, ob wir hier irgendwas von den Sachen unterkriegen. Das kriegen wir hin, das nicht. Die Köpfe, die Lampen, haben wir noch keine geklaut. Boah, cool. Den haben wir noch nicht. Den haben wir hier. Ketten hatten wir noch nicht. Bettchen kommt hier rein. Okay, der Rest kann dann hier rein. Kisten. Lampen. Kerzen. Dies, jenes, bla, bli, blub. Okay, die können hier hin, das kann hier hin, die können hier weg. Achso, die können, warte mal, die haben wir hier nämlich. Okay, passt, sehr gut. Okay, ich guck jetzt mal eben, ich bin so gespannt. Habe ich das Spiel versaut oder habe ich nicht versaut? Ist halt die Frage, ne? Ich würde jetzt tippen, also ich tippe jetzt mal, bevor ich jetzt nachgucke. Also bevor ich jetzt nachgucke, würde ich mal drauf tippen, so wie ich mich kenne, habe ich das nicht versaut. Also ich würde da nichts reinpacken, was das Spiel kaputt macht. Ob ich es fürs nächste Mal anders mache und die Rucksäcke mit reinpacke, weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Aber wenn, dann müssten die ja hier auftauchen, ne? Warte mal. So. Backpack. Nee, wir haben keine Backpacks. Ich glaube nicht, dass ich hier Backpacks reingepackt habe, Leute. Ich glaube nicht. Ich gucke jetzt. Also, ich gucke. Inhalt. Nein. Die Enchantments habe ich geändert, genau. Das war das Einzige. Und die Structures mit reingepackt, damit das ein bisschen unterhaltsamer wird. Genau. Ja, okay. Ich habe nichts reingemacht, was die Spielqualität kaputt machen könnte. Also ich muss mehrere Male hier hin und her laufen jetzt und Sachen mitnehmen. So wie im wahren Leben. Genau, so wird's sein. So, wir bauen uns jetzt mal eben Folgendes. Also, wir machen uns jetzt mal eine Kiste. Und zwar wird hier wird unser Platz. Oder?
Warte mal, ich mach mal eben Folgendes. Moment. Wir machen mal Folgendes. So. Okay. So, jetzt kommt hier. Was tun wir denn mal hier hin? Da können wir ruhig so einen komischen Gravel-Kram hinpacken. Ne, so können wir dann machen. Und dann tun wir hier einen so ein Dings drauf. Wie auch immer, ist ja vollkommen Schnulle. So, und jetzt genau, jetzt wollte ich ja Folgendes machen. Warte mal, ich bin ja ein Idiot. So, und zwar eine Kiste mit Holz. Schau mal. So. Jetzt sortieren wir mal aus, was wir mitnehmen müssen. Auf jeden Fall müssen. Ja, und was wir nicht mitnehmen müssen. So. Gravel. Also. Kisten. Kisten brauchen wir nicht unbedingt mitnehmen. So. Ich brauche eine Workbench. Auf jeden Fall. Die brauchen wir immer mal unterwegs. Wir nehmen mit die Lampen. Wir nehmen mal die Candles mit. Die Azaleen nehmen wir mal mit. Ach, die eine Azalee, ne? Komm. Die lassen wir hier. Also hier. So. Oh ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Ich finde das gut. So. Wir nehmen den Beehive mit. Wir nehmen die Chains mal mit. Brote, 3 Stück. Die brauchen wir nicht mitnehmen. Das können wir, warte mal. So. Ich mach das mal eben fertig hier. Oder sollen wir unten in irgendein Haus gehen? Nee, ne? Noch nicht. Wir fallen dann irgendwann ins Haus ein, aber ich würde sagen, wir bleiben mal noch ein bisschen hier oben irgendwie, ne? Oder? Wir gehören noch nicht dazu, ne? So wirklich gehören wir noch nicht dazu, glaube ich. Okay, finde ich auch. Okay, ein Brot ist egal. Also Birke, Setzlinge. Lied muss ich mitnehmen, unbedingt. Wir lassen mal Chests hier, 4 Stück. Wir lassen mal ein paar Stickies hier. Und damit wir nicht direkt wieder voll sind, lassen wir mal einen halben Stack hier. Das nehmen wir alles mit. Das nehmen wir auch mit. Wir essen jetzt gleich einmal das Brot. Also wenn wir gleich essen müssen, dann essen wir ein Brot. Wir nehmen jetzt mal ein Bettchen. Und zwar, was nehmen wir denn mal? Blaues, weißes, graues. Nehmen wir mal das dunkle graue. So, das setzen wir nämlich mal hier hin. Und zwar dahin. So, jetzt gehe ich erstmal pennen. Ja, wir müssen uns mal darüber unterhalten, ob, das lassen wir auch hier stehen, dieses Bett. Ja, ja, das lasse ich hier stehen. Dann müsst ihr mal gucken, wie ihr damit klarkommt, Jungs. Das ist mir auch egal, was ihr macht. So, also, Brote. Wir haben hier, einmal die nehmen wir mit. Obwohl, die brauchen wir nicht mitnehmen, ne? Wir haben genug Zeug hier, ne? Lass uns mal so eine Grundversorgung hier anlegen. Genau, so ist das gut. Lass uns mal Grundversorgung hier lassen. Nur die wichtigen Sachen wirklich. Ich gehe jetzt mal von oben durch. Also, die hier können wir zwischendurch mal irgendwo hinschmeißen, theoretisch. Die müssen wir mitnehmen. Also, den will ich. Den will ich. Das Barrel nehmen wir mit. Das ist egal. Die Rahmen nehmen wir mit. Glowberries haben wir auch schon drüben. Warte mal, 1, 2, 3, 4, 5 Holz, Holzkiste. So, einmal diese, einmal das. Warte mal, na, die Saplings tun wir mal dahin. Das kommt mal untereinander, das kommt daneben und die Dinger kommen mal hier hin. So. Kommen die Kisten mal hier weg. Die Türen können hier hin. Und die Trapdoors. Oh yeah, funky.
Genau, so ist das gut. Das ist sehr, sehr gut. Also, was haben wir denn noch? Die Leitern können wir mal mitnehmen. Aber wir machen jetzt erstmal Verteilung. Dschungelkram, warte mal. Leder ist gut. Die nehmen wir mit. Die Pötte nehmen wir mit. Die Köppe. So, und jetzt sind wir nämlich schon durch. Scheiße. Scheiß die Wandern. Beetroot. Okay, warte mal. Wir machen mal Dschungel. Dschungel, Dschungel, Dschungel. Oak Stairs. Egal. Wurst. Andere Stairs. Cobble. Das. Kilt und Dings da. Scheiße. Fletching Table. Puh. So. Die Dinger. Betten. Betten. Blumen. Strings ist egal. Das ist auch egal. Die Dinger können mal hier hin. Also, dann das daneben. Melonen. Scheiße. So, ne? Melonen können mal hier weg. Rotten Flesh brauchen wir nicht. Potatoes ist egal. Die bleiben auch hier. Das ist egal. Das ist egal. Das ist egal. Kakaobohnen ist egal. Die kommen hier hin. Das ist Schrott. Die müssten wir eigentlich mitnehmen, weil wir noch keine da haben, ne? Scheiße. Okay, dann lassen wir das Barrel hier. Ich muss die mitnehmen, die einen. Das ist. Boah, ich weiß es nicht, was wir mitnehmen und was nicht. Das ist echt schwierig gerade. Leitern, okay, komm. Leiter bleibt hier. Buch und Kilt, Quilt-Ding hier, Quill. Das ist Schrott. Das ist Material. Das sind die drei. Müssen wir noch Kobbel? Nein, ne? Lass uns Kobbel hier lassen und lass uns einen so einen Stack von denen mitnehmen. Die können wir noch irgendwo reinschmeißen auf dem Weg, wären wir die noch los. Wir müssten eigentlich die Blumen mitnehmen. Aber wir können nichts mehr mitnehmen. Wir haben voll. Voll. Wir sind voll. Aber total vollgepackt. So richtig. In echt vollgepackt sind wir. Die Frage ist halt, ob wir das hier weitermachen oder ob wir da mal umswitchen auf, also weil Chunklock, wie gesagt, ja am Samstag immer läuft. Zwar Multiplayer, aber da werden wir auch ein paar Monate, ein paar Wochen auf jeden Fall mit verbringen. Ich meine, das hört irgendwann wieder auf und dann geht es hier weiter. Deswegen können wir das hier auch locker lassen. Ansonsten habe ich ja noch den Traveler, also mein Modpack, was ich selber gestaltet habe. Da haben wir ja auch angefangen. Haben wir auch schon ein halbes Jährchen oder so gemacht. Das könnten wir auch mal weitermachen. Das wäre auch schön. Aber ich bin so, im Moment bin ich so, ich finde das total schön hier. Das macht echt Fetz. So richtig. Und das heißt, ich glaube, wir lassen das so, wie es ist, ne? Never change a running system. Würde ich jetzt mal so sagen. Und jetzt gehen wir zurück. Da hinten haben wir, also was wichtig wäre, wären diese Strings, ne? Also jede Menge Strings. Ansonsten sind wir hier ja schon, guck mal. Ja, hier sind ganz viele Chunks noch, die wir machen könnten, ne? Also wir können jetzt hier, was haben wir hier, 43 hier komische Bodenplatten. Ja, die können wir auch noch eben machen, aber ob wir die jetzt machen oder ob wir, ne? Ob in China ein Sackreis umfällt, ist eigentlich vollkommen egal. So, wir können aber nicht, wir müssen einen freien Platz haben. Geht nicht anders. Also das heißt, ich würde jetzt mal diese hier. Ich lass die jetzt, das Ding mal hier. Ich brauche eine Lead hier, weil ich nehme jetzt den Typen mit. Ich will den jetzt mitnehmen eigentlich. Oder wir machen uns einen eigenen, ne? Ach komm,
lass uns den eigenen machen. Wir müssen hier keinen wegschleppen. Lass die mal in ihrem Dorf bleiben hier. Genau, was ich auch noch nicht habe, ist hier oben dieses Ding. Ne? Also, das haben wir auch noch nicht. Den Schleifer hier. So. Den haben wir auch noch nicht. Da können wir besser ein paar Tiere mitnehmen. Also ein paar Schweine oder so. Aber das muss auch nicht sein. Da oben muss noch ein Block zwischen. Ach, tut mir leid, Junge. Ich bin manchmal... Nein. Sorry, ich bin manchmal so... Zack. Ne? Dann sieht das so aus, als wäre das schon immer so gewesen. Wir können nichts austauschen, ne? Wir müssen eigentlich einen freien Platz, braucht man immer. Man braucht immer einen freien Platz. Komm, die drei Lederdinger, ne? Die bringen, die reißen das echt nicht raus, ne? Okay, wir gehen nach Hause. Haben ein Bett, wir haben ein Bett. Wir haben ganz viele tolle Sachen gefunden. Wir sind erstmal weg, Jungs. Hey, du, ne? Ohne Job. Du könntest eigentlich mal einen Job machen. Wieso machst du eigentlich keinen Job? Der will hier oben pennen, ne? Das macht keinen Sinn, der stirbt sowieso. Warte mal. Der stirbt. Der stirbt, der Typ. Lass uns das Bett hier abbauen, weil der soll weggehen hier. Der soll nach unten irgendwo pennen gehen oder so, aber nicht hier. Das grüne Bett ist eigentlich am schönsten, ne? So, und dann könnten wir die beiden, wenn wir sie mitnehmen könnten, mitnehmen für unsere lieben, äußerst lieben Mitbewohner in unserem Dörfchen. Ne? So. Kühe brauchen wir nicht. Wir gehen jetzt nach Hause. Endlich. So, jetzt müssen wir hier mal einen Weg. Wir müssen uns mal einen Weg machen hier runter, ne? Irgendwie müssen wir mal einen Weg machen. Also, theoretisch und praktisch. So, hier. 43 Platten machen wir jetzt nicht. Hier geht's runter. Was hatten wir hier gemacht? Achso, hier war Honeycomb, ne? Und hier war irgendeine Höhle. Wir haben aber genügend von allem, ne? Ja, alles gut. Komm, raus hier. So, dann müssen wir hier dran vorbei in die Richtung. Alter, ne? Wir haben uns hier wirklich so ein 42 von diesen Dingern. Könnte man auch alles auf dem Weg mal erledigen, ne? Irgendwie, oder? Sehe ich das falsch? Warte mal hier. 42 Glistering. Listerine. Warum so viele? Ich meine, das ist ja in Ordnung, nur warum so viele? Warum? Warum? Oh, warum, 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 warum? So, wir gehen jetzt einfach nach Hause. Wir haben keinen Bock mehr. Ne? Kein Bock mehr. Jetzt wird auch noch dunkel, oder was? Irgendwo müssen wir hochkommen. Hier. Da. Sehr gut. Dann hier hinten hoch. Nehme ich mal an. Hallo, Mizi. Hier ist unser Lager für Erde. Vorkommen. So, dann haben wir hier zweimal zu. Da ist dreimal zu, glaube ich, ne? Ja, okay, dann müssen wir rechts rum. Keine Ahnung, wo wir hier lang müssen. Ah, hier geht's durch. Naja, dann... Wir sollten mal schlafen eben. Hier, wo es hell ist. Grün ist eine schöne Farbe, finde ich, für ein Bett. So. So friedlich. So frisch. So. Dummes Gelaber hier zu Ende, ne? Okay, wir gehen jetzt hier durch. Wir müssen hier einen Weg durchbauen wieder, ne? Ihr wisst das, Leute. Ich wollte das nur schon mal andeuten, dass ihr Zeuge werdet, wie ich hier irgendwann wieder diesen klassischen Holzweg durchkloppe. Ne? Also nur, dass ihr wisst, was kommt. Wir werden hier uns
durchkloppen müssen. Und zwar müssen wir jetzt nach links. Das ist richtig. Ja, ne? Oh. Das wollen wir nicht. Da rein. Boah, ist das hier ein Hin und Her, ne? Das ist ja mal, jetzt müssen wir wieder rechts rum, ne? Ja, ja. Guck mal, hier haben wir diese ganzen 80er, 60er bis 80er Haufen Erde gekloppt. Hier haben wir unser vorübergehendes Lager mit dem Kram. Dahinter ist Ende, ne? Ja, okay. Das heißt, wir müssen hier lang. Okay. Da kommt noch mehr Lager. Ja, kommt noch mehr Lager. Alter, ist ein Weg. Oh Gott. Boah, wenn ich da so einen Weg wieder reinkloppe, ne? Oh Mann, da müssen wir vorher noch mal ein bisschen aufmachen hier, ne? Weil das ist dann doch ein bisschen too much, finde ich. So für einen Weg, der dann so rechts, links, oben, unten geht, das finde ich dann doch ein bisschen doof. Also das eine oder andere müssen wir freimachen, damit wir hier einen geraden Weg. Da sind wir, guck mal. Da oben ist unser Dorf. Wir sind gleich zu Hause. Kommen wir hier irgendwo lang? Nein, kommen wir nicht. Fuck you. Wir kommen aber hier lang, ne? Ja. Dann können wir hier oben hin. Hallo. Ne? So. Dann sind wir nämlich oben an unseren Feldern direkt. Geil. Hallöchen. Wir sind zu Hause. Boah, da war mal eine lange Reise, ne? Das war mal eine lange Tour jetzt, ey. Sowas haben wir auch, schon ewig nicht mehr gemacht hier, sowas. Hallo, ihr alle. So. Und jetzt gucken wir erstmal gleich. Wir gucken gleich. Erstmal Zeug wegbringen. Moment. So, hallo. Hey, ihr alle. Du sitzt auf der Blume. Okay, auf dem Blumenpott sitzt du, auf dem Rand. Sieht aber nicht so gut aus, wie du meinst, dass es aussieht. Du sitzt so wirklich eher in der Luft. So ist perfekt. Guck mal, so sitzt du. Perfekt da. Du sitzt am Blumenpott. Auch schön. Finde ich gut. So, Lied. Lied hierhin. Köpfe. Jobs. Moment. Azaleen. Kerzen haben wir auch noch nicht. Die Dinger haben wir auch nicht. Ketten haben wir noch nicht. Lampen. Boah, geil. Die haben wir nicht. Oh Mann, ey. Beetroot haben wir auch noch nicht hier, den Kram, ne? Die Leads nehmen wir mal mit. Dann tun wir das da rein. Warte mal. Ich mache jetzt mal Folgendes. Oh, guck mal. Wie cool. So, jetzt machen wir erstmal Beetroot. Das ist unser erstes Ding. Und das Nest können wir auch irgendwo hin machen. Also hinbauen. Warte mal. Genau, das machen wir mal jetzt als erstes. So. Und zwar gucken wir mal eben. So. Da. Bienchen. Genau. So, haben wir hier irgendwie eins von denen besiedelt? Nein, natürlich nicht. Ja, dann würde ich schon fast sagen. Tauschen wir den mal aus. Gegen diesen. Ne? Weil ich glaube, das wird eher angenommen. Wir machen mal Folgendes. Den tun wir hierhin dazu. Dann das hier. Dann Schere. Moment. Schere. So. Schere. Und weg damit. So, dann Feuer. Feuerchen. Dann Schere. Und dann abbauen. Ich,
glaube aber auch, dass die erstmal hier noch ein bisschen Liebe machen müssen, die Guten. Also, ne, weil hier, Blümchen. Hallo? Kommt ihr mal raus hier? Da. Zack, einmal. Ja, ich hab dich auch lieb. Wo ist denn der Rest von euch? Ja, alles klar. Fuck. Könntet ihr mal kurz rauskommen, weil ich hab hier was für euch. Okay, machen wir es so. Ich mache erstmal weiter und dann kriegen die gleich nochmal ein paar Viagra von mir verabreicht. Und dann können die sich in diese andere Behausung da nämlich mal verteilen, weil ich glaube, das sind jetzt 3. Nehme ich mal an. Ich weiß es nicht genau, aber so. So. Hallo. Du hast noch nicht. Ja, jetzt ist niemand da, ne? Die fliegen alle hier in ihrem Ding rum, da. Die sitzen alle in ihrem Häuschen. Hallo? Du hast doch schon. Ah, siehst du? Guck, geht doch. Klappt halt auch meinem Nachbarn. Hahaha. Hier ist noch so ein Ding, da kann man auch drin wohnen dann, wenn man möchte. Ja, alles gut. Da fehlt noch eine. Oh yeah, funky. Guck mal. Oh, noch eine. Guck mal. Jetzt müsst ihr euch mal verteilen wieder, ne? Hier habt ihr noch ein leeres Ding. Da könnt ihr auch drin wohnen. Alter, wie viele sind denn das? Boah, nur nicht schlagen, ne? Nur nicht schlagen. So, jetzt machen wir da mal weg und ihr könnt mal gucken, wo ihr wohnt. Weil hier ist so ein Ding. Warte mal, ich mach da mal eben hier weg. So. So. Machen wir mal hier ein bisschen Licht hin. Und dann müsste das ja schon funktionieren. Gut, passt. So, Blümchen tun wir mal hier mit rein wieder. So. Dann. So. Die tun wir hier rein. Dann, das machen wir mal eben voll. 18 Stück, das wird schon. Okay, vielleicht eine Kiste, ne, für den Kakao. Warte mal. Na, irgendwie eine Kiste noch. Ja, Hammer. Da. Einmal Kiste. Ja, du mich auch. Auf jeden Fall. So. Die stellen wir einfach hier dran. Einen Kakao weniger, das ist ja egal. So. Dann Bambus. Boah, wir haben hier so viel noch, ne? Ah, komm. Wir lassen halt einfach mal wachsen hier, ne? Weil. Hallo. Guck mal. So. Dann. Immer der falsche Kram, ne? Immer, egal was man macht. Du fängst immer die. Du brauchst die Samen und du fängst immer diesen Käse. Also immer dieses Brotzeug. Also den Weizenkram an sich. Also du kriegst nie direkt zum Einpflanzen wieder das Neue in die Hand. Immer. Immer. So. Ich würde sagen, die sind hinten am. Oh, hallo. Danke. Wohnmehl. Die sind hinten am rumflexen da, am Brunnen vor dem Tore, glaube ich, nehme ich mal an. Genau, hier müssten wir vielleicht auch nochmal
So und so ein bisschen Licht machen, finde ich ganz gut, ne? So, dann machen wir hier noch weiter. Oh, er hat das hier im Griff schon, ne? So. Bisschen. So. Wie gesagt, das war auch das, was ich vorhin meinte, ganz vorhin, als ich das da angefangen habe, darüber zu erzählen hier. Ich liebe das hier, ne, das so händisch zu machen, wie man das sagt. Also ich mag dieses, ja, ich mag das halt einfach, dieses einfachere Spielsystem, also wo ich selber die Sachen anpflanze und nicht irgendeine Maschine das machen lasse, die da die ganze Zeit rumrattert. Na, das macht nämlich für mich, also wirklich, das macht einfach keinen Sinn. Ja, das ist für mich so, naja. Gut. Wir haben hier eigentlich, das wird irgendwann vergrößert noch, denke ich mal. Aber wir können hier. Boah, wo machen wir das denn hin? Dahinter, ne? Am besten. Boah, hier kommen noch Häuser hin, ne? Warte mal. Warte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich sollte das hier nicht anpflanzen, ne? Der vermischt das mit dem anderen Kram, ne? Ne. Ich mach das nicht, ich nehme das mit rüber. Wir nehmen das mit hinten hin, weil der vermischt das sonst. Und dann haben wir unsere ganzen schönen Weizenfelder, nämlich innerhalb von 5 Minuten sind die versaut, weil die Typen dann alles austauschen abends. Und dann hast du alles nebeneinander wachsen immer. Und ich will das ja nicht abernten. Ich will ja nur so ein Beetroot-Feld will ich ja nur machen, weil wir es können praktisch. Ja, also wer isst schon Beetroot-Suppe oder, ja, also das macht ja kein Mensch. Also von daher lassen wir das sein. Wir nehmen das Zeug definitiv mit nach hinten. Also in die andere Richtung, ne? So, was wir jetzt noch machen müssten hier ist eben gucken, ob wir noch irgendjemandem einen Job andrehen können, glaube ich. Ne? Das wäre ganz cool. So. Das heißt, also, das kann weg. Das nehmen wir mit. Also, wir nehmen die Beetroot, nehmen wir auf jeden Fall mit. So. Die Köpfe zum Verzieren, weiß ich nicht, ob wir die mitnehmen müssen. Brauchen wir eigentlich nicht. Boah, ich weiß gar nicht, was wir überhaupt mitnehmen. Da werden wir irgendwann ein Haus bauen, aber wir werden, glaube ich, sowieso hier wohnen oder oben. Ah, schon in der Gegend da wohnen, ne? Boah, Kette braucht keiner. Die Dinger hier, ja gut. Lass uns mal gucken, ob wir hier irgendwie noch irgendjemandem einen Job andrehen können. Einen coolen. Weil wir haben jetzt noch ein paar coole Jobs dazu gekriegt, die wir nicht bauen mussten tatsächlich. Na, ihr wisst Bescheid. Okay. Irgendeinen Job, den wir noch nicht verteilt haben. Lass uns mal gucken. Also wir haben hier unseren den und den da hinten. Wenn er denn hier ist. Da läuft er lang. Gut. Dann haben wir die beiden Jungs, die haben ihren Job hier. Das ist einmal der Schmitz-Table und der andere Dings. Den brauchen wir also schon mal nicht. Also den brauchen wir nicht verteilen. Wir brauchen eigentlich auch keinen Library-Typen hier, ne? Librarian. Weil, mal eben gucken, ihr seid, wo wohnt ihr? Alter, lass mich mal eben durch. Ihr habt hier einmal Gluck-Gluck und einmal, genau, einmal den. Du bist mein Schatz, ne? Du bist mein Schatz, ne? Ja, du bist mein Schatz. Guck mal. So, dann haben wir da oben einmal den Typen, der hier wohnt. Und das ist auch super. Finde ich gut. Der hat immer noch keinen Nachbarn. So, und dann haben wir, das war's, ne? Scheiße, wir haben keine Leute mehr. Doch, hier ist noch einer. Das ist er hier, ne? Er hier, das ist der Smoker-Typ.
Und das war, ne? Jo. Okay, wir müssen unbedingt neue Villager hier produzieren. Okay, wir müssen neue Villager produzieren. Geht nicht anders. Gut, das heißt, diese Dinger kommen hier rein. Wir können hier noch nichts machen. Den haben wir schon. Oh. Bone Meal da oben, ne? Für die Blumen. Ich nehme mal ein bisschen Bone Meal mit. Ich weiß nicht, ob wir die brauchen wir eigentlich nicht mehr nehmen. Das ist Quatsch. Das nehmen wir mal mit. Eimer brauchen wir nicht. Flint and Steel brauchen wir nicht. Das ist alles Quatsch, was wir hier haben. Das ist alles Käsekuchen. Das Bett brauchen wir nicht. Die Blumenpötte brauchen wir nicht. Die kommt hier rein. Warte. Die kommt wieder hier rein. Da, dazu. Brote. Nehmen wir mal die Hälfte von dem Kram mit. Dann hier hinten brauchen wir nichts. Das ist Netherkram. Das sind Steine. Die brauchen wir auch nicht. Verzauberung. Wie viel haben wir denn? 8. Boah, das ist nicht viel. Protection 3. Das kommt auf den Bogen drauf. Okay, gut. Das ist unsere Durchlaufkiste. Dann brauchen wir eigentlich nur noch dieses hier. Die nehmen wir ja immer mit, damit wir irgendwo was haben für unterwegs. Diamanten brauchen wir nicht. Das brauchen wir alles nicht. Wir brauchen sonst nichts, ne? Gut. Okay, ihr Lieben. Ich würde sagen, beim nächsten Mal geht's weiter und dann gehen wir in die Richtung wieder nach Hause. Also das heißt, also was heißt nach Hause? Ich sage immer nach Hause. Also nach hier in die Richtung. Wieso habe ich die Waypoints nicht an? An. Ah, okay. Also wir gehen hier Richtung nach Hause zu unserem Spawner. Da müssen wir mal gucken, wie wir den geregelt kriegen. Und wir müssten auch mal wieder zu den Bienen hier oben, ne? Und da mal ein bisschen weitermachen. Zieht sich schon ganz, ganz schön hier. Unser Dorf hier ist natürlich mega geworden. Also, das ist natürlich der Hammer. Hätte ich nicht mit gerechnet, dass wir hier direkt Dörfchen... Ja gut, also ich hätte... Also ehrlich gesagt hätte ich nicht mit dem Dorf gerechnet, sondern ich hätte eher damit gerechnet, dass da noch so eine Struktur halt auftaucht. Weil ich habe 3 Mods reingepackt, die Structures machen. Ja, und da hier, das ja noch alles nicht... Ne, wir haben ja hier nirgendwo geguckt, müssten ja eigentlich die in den neuen Gebieten die Sachen auch generieren. Einfach so. Theoretisch. Vielleicht. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Ich habe mir das so gedacht. Vielleicht war das ein Wunschtraum oder so. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. So, genau. Also, wir werden beim nächsten Mal in die Richtung ziehen. Von dann ziehen. Und ja, wir gucken mal, dass wir den einen Chunk jetzt noch freimachen. Und dann sind wir nämlich für heute durch. So. Und zwar. Eben gucken, wie viele brauchen wir von den Dingern. Ah, mal eben gucken. Für die Höhle. Wir brauchen für die Höhle einfach diesen dummen Chunk hier mal. Wie viele von diesen komischen Dingern brauchen wir denn? Eine Menge, ne? Warte mal. 7. Na komm, kriegen wir hin. 7 Stück brauchen wir, die wir da reinschmeißen müssen. 7 Stück. So, und das machen wir jetzt. So. 3 haben wir schon. Müssen wir noch ein paar herstellen. 4 Stück. Also, heißt 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Fing, Fang, Fung. Das sind... Oh, Beehive, Beehive. Okay, das sind andere. Ich hoffe, der nimmt die. Oh. Okay. Wieso habe ich 2 verschiedene? Wieso gibt es 2 verschiedene Beehives? Einmal die, die wir finden, als Baumaterial benutzt oder so, ne? Für, zur Verschönerung, Zierde. Okay.
Hey, das ist doch was Schönes, oder? Das haben wir doch. Endlich. Endlich ist dieser Chunk hier mal. Oh, ich liebe es. So, einmal hier, einmal da. Und einmal, oh ja, hier unten nicht. Vielleicht hier oben. So, drei weg, drei hatten wir noch, drei haben wir weggeklatscht. So, gut. Das heißt, wir können jetzt unten in unserer Höhle endlich geradeaus laufen. Wir können einen Ausgang machen da unten. Wie geil ist das denn? Ne? Also, wir können jetzt hier unten, da unten können wir, wenn wir ankommen, geradeaus einen Ausgang machen, direkt zu unserem Weg. Und einen Eingang auch wieder. Hallo, du sitzt hier schön. Naja, gut. Also, wie gesagt, wir werden beim nächsten Mal, ich mach mal eben hier noch ein paar von den Dingern, mach ich mal so, zack. Bim, bam, bum. So, also vielen, vielen Dank an alle, die da waren heute. Vielen Dank für eure Zeit erstmal. Vielen Dank von Herzen. Vielen Dank an Tafo96 für den Follow. Vielen, vielen Dank. Viel Glück auch mit deinem Gebastel da, wenn ne, das klappt oder nicht. TiaxMC. Wie gesagt, ich hoffe, du bist ein MC, ein richtiger. Also, oder das heißt Minecraft. Aber ich finde, MC wäre, nein, Quatsch, Minecraft wahrscheinlich. Also, Tiax, vielen Dank für den Follow. Und Jackie nochmal für das Abo, für die Community, das Geschenk-Abo. Vielen, vielen Dank. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß heute Abend. Ja, viel, viel Spaß. Schöne Zeit. Der Rest ergibt sich wahrscheinlich von selber. Viel Lachen und so, wie das am besten sein sollte. Genau. Ansonsten sind wir für heute tatsächlich durch. Also wir sehen uns beim nächsten Mal wieder hier. Das wird dann stattfinden am Montag. Genau, am Montag ist das nächste Mal hier dieses. Und wer Bock hat irgendwie auf den YouTube-Kanal, der kann sich gerne mal einfach da umschauen. Das wäre sehr nett. Lasst mal einen Kommentar da, kommentiert einfach irgendeinen Quatsch. Oder was Sinnvolles, wir können uns einfach da unterhalten. Lasst mal ein Like da, lasst ein Abo da, das kostet euch nichts und für mich wäre wunderbar. Also ich würde mich sehr, sehr freuen. Und außerdem kann man da ganz viele tolle Sachen gucken. Ich lade also die ganzen Streams hier auch da hoch. Man kann also diese ganze Abfolge von Sachen hier alle nacheinander stundenlang noch gucken. Und man kann auch noch andere Sachen, Let's Plays da gucken. Würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mal da nachschaut und zumindest mal ein Abo dalasst, einfach so, wenn ihr nicht nachschauen wollt. Einfach ein Abo dalassen, hilft mir. Genau. Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten, am Wochenende ist natürlich nicht so, dass ich dann irgendwie nur rumsitze, sondern morgen geht's weiter mit Minecraft, auch Chunklock, im Multiplayer mit dem Herrn Technics zusammen. Das wird auch, das ist dasselbe wie hier, also vom Pack her. Andere Map, andere Welt praktisch und wir werden ein paar Wochen das ausprobieren und gucken, ob uns das gefällt und dies und jenes. Also morgen gibt es dann ab 18 Uhr den Minecraft-Samstag. Der ist auch in meinem Kalender drin, könnt ihr auch in der Info gucken. Genau, und am Sonntag gibt es auch mit dem Herrn Technik zusammen, mit dem hänge ich irgendwie dem hänge ich auf der Pelle praktisch. Gibt es den Sonntagsbrunch und da machen wir im Moment die Elder Scrolls online. Also wer da Bock drauf hat, guckt einfach mal zwischendurch rein. Ansonsten freue ich mich über jeden Lurk. Wenn ihr was anderes zu tun habt, verstehe ich. Finde ich auch total in Ordnung. Mache ich auch. Also ich habe auch verschiedene Sachen, die ich gucke. Und freue mich aber über jeden Lurk. Also falls irgendjemand dann an mich denkt, macht mich in einem Tab auf und lasst mich laufen nebenbei und ja, das hilft mir auch weiter. Ne? Weil wir sind ja noch ganz am Anfang hier mit dem Kanal. Genau. Und da muss noch ein bisschen was kommen. Ne? Würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ansonsten wünsche ich euch lange Rede, kurzer Sinn oder gar keinen Sinn, viel Sinn. Ja, viel Sinn. Lange Rede, viel Sinn. Ich wünsche euch ein wunderschönes Wochenende. Einen schönen Feierabend nachher. Wahrscheinlich die meisten werden dann gleich erst irgendwann Feierabend haben. Ich wünsche euch einen wunderbaren Feierabend. Passt auf euch auf. Bleibt gesund vor allen Dingen.
Und das ist kein Gelaber, sondern das meine ich todernst. Und dann sehen wir uns wieder. So schnell wie möglich. Ne? Und bis dahin. Peace. Tschaußen. Euer Smiegel. Ciao. Und vielen, vielen Dank. Ganz viel Spaß, Jaggy. Ganz viel Spaß. Und überhaupt. Danke, 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 danke nochmal. So, jetzt bin ich weg mit dem ganzen Gelaber. Ist immer so schwer, weil ich, das ist... Ja, ich freue mich da wirklich drüber. Also das ist für mich, auch wenn das ne, eine Kleinigkeit ist, das muss nicht sein. Hier kann jeder, das merkt man auch immer, das weiß auch jeder, hier kann jeder reinkommen und einfach da sein. Man muss nichts sagen, so wie viele, die im Hintergrund einfach zugucken. Man muss nichts sagen, man muss nicht mit mir mich kontaktieren, man muss nicht mit mir irgendwie ins Gespräch gehen oder sonst was. Muss man alles nicht. Fühlt euch einfach wohl und ich freue mich einfach wirklich, ja, wenn dann jemand zum Beispiel eine Kleinigkeit spendet oder ne, ein Abo für die Leute raushaut, finde ich total abgefahren, ja, also wirklich. Deswegen vielen, vielen Dank und einen wunderschönen Abend. Bis bald. Tschaußen.